Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ah, Schatten. Hier geschah es an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Mucke schon mal dreimal so laut wie die Voice. Die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Gucken wir gleich. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Ibims. Okay, wir sind schon mal Talion in den Sequenzen. The Horde is my people. Ja, bei mir waren auch nur die Stimmen deutlich zu leise. Wir gucken gleich mal. Vom Effekt her ist das aber wie wenn Frodo den Ring auf hatte, ne? Jo. Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Huhn? Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir heil der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast, hä? Geil, ich darf direkt erstmal einen Menschen verprügeln. Sehr schön. Freunde, ich grüße euch. Hallöchen. Okay, Konton, Rechtsklick. Nice. Du musst schon härter zuschlagen, um deinen Vater zu bezwingen. Ja, das ist unser Sohnemann. Sehr schön. Jetzt ist heller, ne? Junge, er kann gar nichts. Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. So, mein Sohn. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, dir Heil. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Schön den eigenen Sohn im Tutorial killen. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Ruhig, Blut, Marius. Uff. Schön, die Reihe, schön. Jo. Halte Shift links gedrückt, tippe links, um eine Bodenhinrichtung auszuführen. Geil, Digga. Execute. Lecker, okay. Bevor wir unserem Sohn helfen, Freunde. Esko, vielen Dank für 13 Monate, mein Guter. Und Grüße an alle, die heute in Mittelerde mit reinschauen wollen. Wir müssen irgendwas an dem Sound machen. Irgendwas, ich weiß nicht, ob es nur schlecht abgemischt ist. Aber, ja, also Gesamtlautstärke an sich fand ich eigentlich, okay, wir schrauben die mal einfach ein bisschen hoch. Machen Musik dafür ein ganzes Stück leiser. Und Dialog-Filmsequenz ist halt ganz oben. Warum kommt er nicht einfach raus? Wer... Ja, vielleicht müssen wir es hier rüber regeln. Wisst ihr mal, Gesamt ein bisschen höher. Musik weiter weg, Sound weiter weg. Meine Hände schwitzen schon. Warum kommt er nicht einfach raus? Ja, schwitzende Hände, oder? Das klingt gut. Okay, Einstellung anwenden. Schauen wir mal, ob das besser ist oder ob wir jetzt gleich, wenn ich jetzt zuschlage, gleich alle einmal durch den Raum segeln. Gucken wir mal. Sohnemann retten ist hier unsere erste Mission. Let's go. Okay, Fight-System ist einwandfrei. Abrollen, ausweichen. Kontern, läuft alles über Maus. Ich spiele tatsächlich diesmal nicht mit Controller. So. Schön. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir sind. Am schwarzen Tor positioniert. Ne? Greifen und werfen. Natürlich noch relativ easy. Muss erstmal gucken, dass wir so einen kleinen Angriffsflow entwickeln. Erinnert mich aber gerade mehr an sowas wie Batman, Assassin's Creed und so weiter. Da habe ich, glaube ich, auch effektiv nichts anderes gemacht, als rumzurennen und zu blockieren, Alter. Final Execute, Junge. Schön. Diese Orks sind wild als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uruks. Sie sind gefährlich und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh.
Geh zu deiner Mutter. Ich raff noch nicht ganz, was wir sehen, wie das springt. Ist er das? Der Tod hat dich verstoßen. Ah. Wanna make a deal? Das ist dann bestimmt Mutti. Alles klar. Was geht denn? Ja, Schwert gegen Blume getauscht, ne? Alter, die Melodie. Durch Wind und Wasser schreitest du, durch Berge weiß und blau. Auf deinem Weg begleitet dich die Liebe deiner Frau. Tanz am Strande von Anfallas, schlaf in silbrig Mondenschein. Verschaff dir selbst manch goldenes Jahr mit vielen Kostbarkeiten. Okay. Triff Halbling, Elb und Zwergen gar. Will das Lied halt lass hören. Dich von ihnen leiten. Okay, wir eben war dasselbe. Derselbe Befehl war eben noch assassinieren. Okay, jetzt ist es küssen, Junge. Nice. Bam. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns lieber fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Wie teuer ist doch Blumen. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Es eskaliert recht zeitnah, ne? We got a deal. We got a deal, denke ich aber auch. Sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Ja, meine. Ihre nicht. Ich kenne dir keiner. Dankeschön für das Sub-Geschenk. Und Grüße, Freunde, an alle, die gerade frisch reinschauen. Ich hoffe, jetzt ist es nicht mehr küssen. Ja, toter Tag. Hier wird nicht gefaulenzt. Hier wird nicht gefaulenzt, du Huenzone. Alter, immer schön den Dolch durch die Ohren, Junge. Uff, belastend. Ja, die mache ich doch aber auch so fertig. Die können doch gar nichts hier. Die haben nicht mal Rüstung an. Zack. Uff. Steck dein Schwert weg, Waldläufer. Ja, Freunde, das war Mordors Schatten. Junge, er wird leben und dann mit so einem Zweihandkolben in die Fresse. Was? Was ist mit dem? Oh, ist das mies. Ich habe so eine Vorahnung, wo das hingeht. Ah, oh, ist das mies. Alter. Ja.
Junge, die Sounds. Tauschwert. Yo. What a mega deal with me. Was ist das für ein Ort? Von Sandy, Junge. Sieh dich ruhig an. Ja. Schön. Mörder. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Und Fuß treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Vol'jin! Ein Fluch verbindet uns zum Innern der Menge. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Uha! Ah, die Mucke. Jawohl. Mittelerde, Mordors Schatten. Das war ein Stück vom Ohr abgeschnitten. Da sind wir. Mensch. Sind Geisterschmied. Ja, schön. Ah ja, ich habe eigentlich den Frauenskin ausgewählt. Nämlich kennt ja keiner. Dankeschön fürs zweite Subgeschenk. Vielen Dank. Ach Mensch, wie man es macht. Ne? WoW-Patch sieht wieder komisch aus, Schmelke, oder? Ganz seltsame Geschichte. Ich bin auf die Ladezeiten gespannt. Doch nicht. Erneuern. Okay, wir haben noch keinen Plan, was abgeht. Wie gesagt, ich habe es vor gefühlt 30 Jahren schon mal gespielt. Ich weiß natürlich ungefähr, wer wir sind, was wir tun. Aber ich werde mal versuchen, auch nichts zu spoilern. Ne? Wir erneuern erstmal diesen Turm hier, Junge. So, Erneuern von Schmiedetürmen schaltet Schmiedetürme. Ne? Das schaltet die Erinnerung des Geistes frei. Drücke Leertaste, um fortzufahren. Er hat ja eben versucht, diesen Elbenherrn, der jetzt lustigerweise in uns steckt, so falsch wie das auch klingen mag, für sich zu beschwören. Naja, aber der hat dann so klassisch geistermäßig whoop, versucht, ne, in uns quasi einzudringen. Es wird nicht besser. Ja, es wird nicht besser. Aber genau in dieser Situation befinden wir uns gerade. Wir haben Schmiedetürme erneuert. Der wollte Erinnerung freigeschalten. Schön. Dies schaltet neue Aufträge und Sammelstücke auf der Karte frei. Und du erhältst zusätzlich auch Mirian. Das ist die Währung. Drücke zum Enden. Escape. Okay. Spiel beendet. Lul. Plottwist. Schön, Schatten über Anduin, man kennt es. Leertaste gedrückt, bewegt dich nach vorne, WASD, um Vorsprung herabzuspringen. Und natürlich in dieser Geisterform, wir sehen aber auch lecker aus, ne, guck mal. Nazgul ist ein Scheißdreck, holy fuck. Sind wir natürlich ein bisschen immuner gegen so die Probleme, die Sterbliche so haben, ne. Getötet. Oh, hi. Ja, mal so einen am Narchost übersehen, ne? Den Fehler kann ich beheben. Junge, die Waffe auch so ranzig. Hoi, Geisterbogen. Eliminiere die Uruks. Halte rechts gedrückt, um in den Fernkampfmodus zu wechseln. Halte dann links gedrückt, um einen Schuss aufzuladen. Das Schöne ist, wenn ich mich nicht irre, haben wir hier direkt so einen Slow-Mo-Effekt. Das heißt, das ist quasi mein Aim. Das brauche ich in Overwatch. Zack, Junge. Zack, der nächste. Oh, die sind gar nicht One-Hit. Oh, die sind gar nicht One-Hit. So viel dazu. So viel zu dem Modus. Sehr schön. Okay, eigentlich sollte egal sein, wie viele kommen. Genau, denn wir haben ja unsere Möglichkeit, zack, einmal Boden-Execute durchzuziehen. Beziehungsweise auch zu parieren, wenn wir wollen. Alter, dachte ich, die halten uns halt ab vom Execute. Ihr miesen Schweine, gibt's ja nicht. Schon wieder. Junge. Nervige Hunde. Jetzt, come on, schnell. Reicht nicht. Ich raste aus. Gibt's doch nicht. So. Räudigen. Was ich gerade nicht so cool finde, ist, dass ich den weiblichen Skin habe, aber die männliche Stimme. Du sollst leiden. Bam, Schelle. Junge. Schön. Wechsel den Skin mal einmal pro Stream oder so. Ja, für allgemeine Verwirrung. Jetzt sind wir wieder ein Typ. Elbenbauer. Geh hin zu ihm. Hm. Küss ihn. Ah.
Verhöre den gefallenen Uruk. Machen wir. Wir greifen mit Steuerung, verhören Leertaste. Okay, komm mal her, mein Schüler. Guck mal hier. Wir verhören. Informationen sammeln. Was weißt du über die schwarze Hand? Er ist ein Dämon. Aus dem Nichts geschaffen. Ich hatte einen Sklaven. Der schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft. Ein Fass voll Grob. An ihm um den Sklaventreiber. Nice. Und jetzt sind wir im wichtigsten System dieses Spiels. Ja, wir wechseln das wieder. Das ist ja mega strange einfach, Alter. Das sind die Hauptmänner von Saurons Armee. Sie erscheinen dir als Schemen, da du ihre Identität noch nicht kennst und gelernt hast, um fortzufahren. Heißt logischerweise, wir können jetzt verhören und alle Informationen sammeln, ne, bevor wir uns da in so einen Kampf stürzen. Wenn du Feinde verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über diese Hauptmänner, die du gelernt hast, um die Identität dieses Hauptmanns zu erlernen. Zack. Das müsste ja der Sklaventreiber sein, genau. Wir haben die Identität erfahren. Dies wird dir dabei helfen, ihn zu finden. Sein Titel der Sklaventreiber verrät dir etwas über seine Position in der Gesellschaft der Uruks. Schön. Altgedienter Hauptmann, P-Machtiger, Power, ne? Einfach, ist Nummer 4, okay. Zudem hast du seinen Machtrang erfahren. Dieser verleiht dir einen Eindruck darüber, wie schwierig es sein wird, ihn zu besiegen. Der Machtrang bestimmt ebenfalls die Belohnung, die du für den Sieg erhältst. Belohnungen enthalten Runen, um deine Waffen aufzuwerten und erhöhen deine eigene Macht, wodurch du neue Fähigkeitsstufen freischalten kannst. Super. Okay, jetzt haben wir hier auch eine Location, ne, kommt immer drauf an, was wir eben für Infos bekommen. Status hofft, dass bald ein Sklave zu fliehen versucht, wäre ein Exempel statuieren. Toll, was ist so eine Art WhatsApp-Status, ne, für Uruk-hai. Danke, für nichts. Okay, Ziel markiert. Schön, unser erster Boss. Das ist so ein bisschen das System. Ciao. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Ist das dumm? Ah, Mann. Yo, Ibims, Mr. Geschlechtsumwandlung. Einführung, Aufträge. Goldene Symbole setzen Haupthandlung fort. Rote Symbole zeigen Machtkämpfe an. Weiße Symbole repräsentieren Nebenmissionen und Sammlerstücke. Okay. Einführung, Aufträge. Der Sklaventreiber. Rette die Menschen in Mordor und finde die schwarzen Hauptmänner. Der Geist von Mordor erfahre mehr über die Gesellschaft der Uruk, um Saurons Armee aus dem Inneren raus zu zerstören. Okay, tausende Möglichkeiten, sich hier, ich hätte fast gesagt, fortzupflanzen. Das meine ich nicht. Kann ich ingame den Skin wechseln? Vermutlich nicht, oder? We got a deal. Vermutlich nicht. Vivirella. Vielen Dank für 2 Monate. Vielen Dank, vielen Dank. Ich weiß noch nicht, ob wir schon gespeichert haben. Das ist mein Problem. Bevor ich hier jetzt groß rumwechsle oder sonst. Oh, das ist cool. Wir haben auch so ein kleines Glossar, so ein kleines Lexikon mit allem, was wir so entdecken. Udun, Junge. Schön. Okay. Verbesserung, Waffen, Saurons Armee. Hier können wir uns das Ganze angucken. Wir sehen, wir haben noch nicht so viele jetzt, ne? Hier hinten sind dann die Oberhauptmänner, an die kommen wir noch gar nicht ran. Sind ein paar, ne? Sind auf jeden Fall so ein paar Kollegen. Klar, ist ja Ossi wieder die Schwarzen jagt. Man kennt es, ne? Großartig. Gut, ich gehe jetzt mal ganz spontan davon aus, dass das jetzt einfach mal schon gespeichert hat, ne? Wir gucken uns das mit dem Skin nochmal an. Kaiko, Hallöchen, ja. Du, ne? Ist so. Ist so, ist so. Wir gucken mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das jetzt denke. Pass auf, dann können wir nämlich bei Spielen, können wir jetzt ja unseren Skin wechseln auf Dunkler Waldläufer. Der ist schicki, ne? Nathanos, Junge. Ey, so ein Game würde ich aber auch fahren, oder? Statt irgendwie Warcraft 3. Irgendwie schön mit Nathanos so. Das wäre geil. So ein Game. Boys. So, 17 Minuten, 1%. Wir haben schon 1%. Läuft bei uns. Story-Modus fortsetzen. Schön. Könnte halt echt so sein, ne? Rote Augen dazu. Statt der Brosche, die er da trägt, halt so ein bisschen irgendein Verlassenen-Symbol. Das wäre geil. Das wäre richtig, richtig geil. Guti, wir Escape überspringen. Was überspringe ich jetzt? Alles, ne? Alles übersprungen, Digga. 100%. Okay. Gut, wir sind bei unserem Turm gespawnt und müssen zu unserem Hauptauftrag. Ah, guck mal, das ist ja auch markiert hier. Das ist ja ein Träumchen. Das ist ein Träumchen, wie weitläufig es auch alles aussieht, ne? 800 Fuß bis dahinter. Schön. Ich glaube, wir hatten sogar auch verschiedene Zonen dann mit der Zeit. Das heißt, die Map, die wir jetzt hier haben, die jetzt auch schon nicht wirklich klein ist, ne? Wenn wir uns vorstellen, überall so 800 bis 2000 Fuß hier in alle Richtungen zu setzen, die ganzen Schmiedetürme, gibt es, glaube ich, genau hier auch noch weitere Zonen dann. Schön, wir hauen erstmal rein. Und guck mal, wie wir da hinkommen, ohne jetzt. Oh, ich höre da auch schon wieder Gegner hier. Junge, geiles Transmog, ne? Machst du DLCs mit? Keine Ahnung, habe ich, glaube ich, nicht. Im hohen Gebüsch. Ah ja, hier.
gehen wir in Schleichmodus über. Sehr schön. Sie haben nur einen Geist gesehen. Toll. Ich weiß nicht, ob wir bereits groß kämpfen sollten, ob wir schon groß Fights suchen sollten. Da unten sehen wir sie auch beim Feuer stehen. Oder ob wir lieber im Schleichmodus überwiegend bleiben. Weil ich glaube, wir haben noch nicht so die... Okay, jetzt müssen wir. Davon abgesehen, jetzt müssen wir. Achtsamkeit, ja. Gut, entdeckt, ne? Rot ist denkbar schlecht. Zählt trotzdem noch als Stealth-Kill. Hier mal wieder unseren Slow-Effekt. Sehr schön. Oh, warte. Geht das auch? Really slow. Was los? Geil. Ist nur noch nicht allzu lang, ne? Sad life. Aber den können wir jetzt auch nehmen hier. Okay. So, es kann so einfach sein, ne? Es kann so einfach sein. Fähigkeit freischalten. Ja, wenn man Bock hat, kann man jetzt hier natürlich grinden, wie man will, ne? Das ist natürlich nicht unser Ziel. Ich glaube, die betäuben auch. Ich gehe mal fix was essen. Ach, die Betäubung hört auf. Ja, gönn dir reichlich. So, wir haben Waldläufer und Geistpunkte. Logischerweise sind wir im Waldläuferbaum aktiv, ne? Geist ist natürlich nur was für Noobs. Lul. Was haben wir denn? Gekonterte Gegner stolpern rückwärts, werden betäubt oder fallen zu Boden. Oh! Das ist natürlich cool, nur dauert unser Execute halt zu lange, dass die anderen aktiv werden, ne? Hinrichtungen. Drücke F, wenn deine Trefferserie aufgeladen ist und dein Gegner... Oh, aber Hallöchen, möchte ich gern haben. Für einen Fähigkeitspunkt freischalten, aber auf jeden Fall. Execute, boys, das sah gut aus, ne? Das sah gut aus. Hier einmal irgendwie tritt in den Wanz, so bam und ab dafür. Schönes Ding. Den behalten wir auf jeden Fall. So, Hardcore-Grind. Was los? Ich traue mich noch nicht ganz so zu rennen irgendwie. Ich habe das Gefühl, man wird hier öfter angegriffen als in Far Cry wieder. So, wir müssen dahinter. Das heißt, wir gehen hier einfach mal rum. Meine Güte, oder? Von Zombie-Sound soll ich dir mal mein schwarzes Tor zeigen? Da vorne ist es, ne? Nee, das ist es nicht, oder? Oder doch? Bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir von daher kommen, ne? Wo wir gerade unseren Posten hatten. Guck mal, was auch cool ist. Durch den Regen jetzt, unser Umhang ist auch so feucht animiert, sag ich mal. Finde ich sehr, sehr cool. Bin ich großer Freund von, wenn sowas dann passiert. Zack, Junge, Assassin's Creed lässt grüßen. Einmal bitte Sklavenbefreiung hier. Zack, sehr schön. Hallo, du bist frei. Ja, dann lauf doch auch. Ehrenmann auf jeden Fall, ne? Guter Mann. So, die hauen auch ab. Warum hauten ihr jetzt ab? Okay, tschüss, ne? Oh, nächster. Ich glaube, es ist am Anfang nahezu unablässig, dass wir schnell versuchen, Kills zu machen, bevor die eben Verstärkung rufen. Ich glaube, da haben wir noch überhaupt keine Chance, wenn die wirklich jetzt hier eskalieren würden. Da ist auch noch ein Kollege. Der Hauptmann ist nicht hier. Ich wette, wir können sein Schwert stehlen. Ich dachte eigentlich, er redet weiter, ne? Er wurde plötzlich abgestochen, Junge. Sad life auf jeden Fall. Sag nie wieder was gegen den Geist oder dich wird ein Heim suchen. Ja, da hätte ich keinen Bock drauf, ne? Bist schön auf Toilette, auf einmal kommt so ein Elbengeist vorbei. Die sind wieder Sklaven. Ah, Sklavenfleisch. Sehr schön. Haben ihn Klappschuhe ausgegraben. Die rennen manchmal random weg, das irritiert mich ein bisschen. Aber wir haben Hinrichten geskillt, das heißt, wir können hier unsere Mission starten. Manchmal müssen wir die Hauptmänner halt auch rauslocken oder so. Mal gucken. Der Sklaventreiber. Ein Sklaventreiber der Uruks wird einen Gefangenen, der Informationen über die schwarzen Hauptmänner besitzt. Eliminiere den Sklaventreiber, befreie die Gefangenen. Und finde heraus, was er weiß, machen wir. Easy Game, oder? Easy Game. Junge. Nun, das sieht nicht gut aus. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablenkung gesorgt. Ja, der wird es erstmal gegessen, der Hund. Lecker, lecker. Du okay. Den Uruk mit deinem menschlichen Auge. Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Diese Lektion solltest du mir dankbar sein. Geisterwelt. Okay. Heftig, Junge. Wallhack identifizieren. Töte den Hauptmann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich noch so ein bisschen Tutorial-mäßig. Später können wir uns natürlich selber aussuchen, wie wir das machen wollen. Es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Da unten stehen auch schon wieder welche, ne? Weiß nicht, ob das jetzt alles so klappt, wie ich mir das denke. Wir gucken mal. Hier stand doch eben einer, jawohl. Haben wir sogar Pfeile. Das Schöne ist auch bei dem Game, ich erinnere mich, dass die Schützen manchmal auch nach vorne runterfallen können. Ne? Dann tötest du ihn hier oben, hast Feuern auf Stealth, Alter. Und dann fällt er halt einfach vorne über, direkt in die nächsten rein. Schön, Nummer 1. Erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Halt endlich die Klappe. Den Spaß gönn ich dir nicht. Den Spaß gönn ich dir nicht, Junge. Die Ugo ist großartig. Ich mag diese Talks auf jeden Fall. Den zweiten Teil habe ich auch gespielt tatsächlich. Ja, aber es ist alles irgendwie schon eine Weile her. Es verschwimmt alles. Ich weiß auch gar nicht, wann der erste kam. Wie lange ist das her? War das 2012, 14? Ich habe absolut keine Ahnung mehr.
Ah, ich freue mich schon drauf, wo ich nicht mehr stealthen muss. Ich hasse Stealth, Junge. Kann ja auch Schurkenklassenkampagne spielen, ne? Schön mit Rauchbombe. So, oh, unten war schon wieder knapp, da drüben steht einer. Kein schwächlicher Mensch kann einem Uruk entfliehen. Ich würde ihn jetzt halt ziemlich gern einfach angreifen. Ich rieche etwas. Bevor sie uns hier doch erschnüffeln. Wo steht denn der letzte Schütze? Ich sehe ihn nicht, Freunde. Da drüben? Ach, da oben. Der versteckt sich, die Drecksau. Den machen wir fertig. Oh, 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 den machen wir lieber schnell fertig. Schnell, denn, denn, hallo. Junge, oder? Einmal schön die Faust auf die Fresse. So, das waren die Schützen. Der ist mir halt ein bisschen zu gut bewacht. Ohne Füße wird euch das schwerer fallen. So, mal hier ein bisschen mit Hand und Fuß vermitteln, ne? Ohne Füße kann man auch nicht wegrennen. Das ist noch ein Mann, der hat noch Prinzipien hier. Ich war. Nee. Ich würde halt gern von oben auf ihn draufspringen. Und ihn wegassassinieren. Aber es sieht nicht so aus. Versuch was über ihn rauszubekommen. Vielleicht ist er gegen Schleichen. Ah, ja, das könnte man natürlich auch machen, ne? Das könnte man auch machen, dass wir uns einen so einen kleineren Ork einfach greifen. Aber es ist natürlich nicht mein Stil, ne? Das ist natürlich nicht mein Stil. Wir gucken uns das genauestens an. Wobei, ich glaube, die Hauptmänner hatten auch immer so eine Intro-Sequenz, so eine kleine. Das heißt, wenn ich mich da jetzt anschleiche, wie der letzte Wichser und ihn assassinieren will... Oh! Oh, doch, guck mal! Moin! Eine Schande, dass ich dich töten muss. Du wärst ein guter Sklave. Ja, so sad, oder? Sad life, Junge. Oh, der nächste. Uff. Belastend, Brudis. Zack, kann ich den jetzt auch schnell? Come on, come on. Oh, den können wir auch übernehmen. Schwierig. Wollen wir den jetzt übernehmen? Ich weiß es nicht. Eigentlich müssten wir. Oder auch nicht. Jo. Das war's mit übernehmen. Hoppla. Upsi. Ne, der war jetzt auch grün. Wenn er dann grün wird, können wir ihn quasi auch so kontrollieren und Infos sammeln. Das war aber... Leider, ich konnte nicht anders, Freunde. Ich konnte ihn nicht am Leben lassen. So, Rune bitte. Schön. Tote Hauptmänner lassen Runen fallen, die deine Waffen, die deinen Waffenbodies verleihen können. Drücke Eingabe, um dir eine Waffe anzusehen. Machen wir. Schön. Schön, schön. Drücke Leertaste, um die Rune anzusehen. Grüße, Freunde. Hallöchen. Rüste Runen mit Leertaste aus für einen beliebigen freien Runenplatz. Du kannst deine Waffe durch Runen mit... was war das? Die M-Währung, ne? Mit zusätzlichen Runenplätzen aufwärmen, du gelernt hast, um fortzufahren. Was haben wir denn? Wir haben boshafte Stimmen und Orkjäger. Schleichtötung mit der Fähigkeit terrorisieren, rufen zusätzliche Furcht hervor. Töten eines Hauptmanns, Häuptling stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Das klingt doch geil, oder nicht? Nehmen wir. So. Boshafte Stimmen, sehr schön. Ach, und die sind hier gesperrt, die müssen wir freikaufen, okay. Guck mal da, die kleine Rune, ne? Ein großes C. Toll, nieder mit den Maden. Übernehmen geht erst später. Gut, dann habe ich ihn ja aus Notwehr einfach direkt töten müssen. Na, schöne Sache. Mieser Mörder, Junge. Ganz traurig. Der arme Sklave, ne? So sad. Ist er auch schon hin. Gustav, ich grüße dich. Mach's gut hier, meiner. Jo. Du bist also vor 10 Jahren nicht gestorben. Du bist wohl kaum hier, um mich für Hochverrat zu verhaften. Hauptmann. Oha. Hauptmann. Wir sind die letzten Überbleibsel der Garnison, Hirgon. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Lull. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Ey, gucke. Dream, Junge. Es ist bloß ein Ork. Nein, es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. Ein Hobbyfotograf. Miese, garstige Waldläufer, Junge. So, Sklaventreiber-Erfolg, Auftrag abgeschlossen, sehr schön. Oh, 50, Junge, 50 und Sklaventreiber-Kill, dankeschön. Fähigkeitspunkt, I like, konnte ich gleich mit Enter reinhauen, ne? Attribute, Leertaste, was du besitzt, genügend. Ach, da kann ich jetzt mein Level pushen? Hier oben? Oder wie? Leertaste, nö, Attribute.
Mirian ist die Währung, mit der du deine Waffen verbesserst, sowie deine maximale Gesundheit, Fokus, Elbengeschosse erhöhen kannst. Du gelehrt hast, um fortzufahren. Ah, das ist ein zweiter Skilltree. Oder beziehungsweise der dritte. Wir haben die Runen. Wir haben, wie eben da, unsere Fähigkeitspunkte. Und wir haben hier auch noch die Möglichkeit, Neues zu kaufen. Okay. Gesundheit erhöhen, Elbengeschosse erhöhen, Fokus erhöhen. Fokus ist dieser Slow-Effekt beim Anvisieren. Unser Abgardidos vorbereiten. Nein! Oh Gott, Runenplatz für Schwert, Runenplatz wo? Ja gut, das ist relativ simpel, ne? Gehen wir erstmal auf Gesundheit, würde ich sagen. Ich habe nämlich dolle Angst zu verrecken hier gleich am Anfang. Insofern, wait, kann ich noch gar nicht. Es kostet ja 100. Achso, ich soll mir jetzt quasi fürs Tutorial eine Rune kaufen, ne? Mach ich aber nicht. Mach ich einfach nicht, weißt du, so hardcore. So, Fähigkeitspunkt. Aufprall. Hier unten können wir noch nicht, das heißt, wir müssen Angriff von oben. Nehmen wir den erstmal, das wollte ich vorhin ja schon machen, da hat das nicht funktioniert, ne? War das nur einmal umstoßen. Insofern nehmen wir den. Sehr schön. Geist, eben gleiches Geschick, Landung abstimmen, um schneller zu rennen, explodieren lassen. Oh, das ist natürlich auch vital, ne? Wenn wir die Feuer... vielleicht müssen wir auch so ein bisschen Geist mitnehmen. So ein kleines bisschen Geist müssen wir vermutlich mitnehmen, aber ich bin lieber Waldläufer als Geist, muss ich sagen, ne? Richtig oldschool. Free Dream, ja, er will doch nur den Ring. Den einen Ring, ne, der ihm die Kraft der Weeps verleiht. Um Gottes Willen, schöner Parallelplot irgendwie. So, der Verfolger, jetzt verfügbar. Das ist er aber nicht, ne, der ist da vorne, dann gehen wir erstmal da... dann gehen wir erstmal da vorne hin. Hello, ich bin gar nicht da, ne, ihr seht mich gar nicht. Ich glaube, wir können es ja Open World, wir können im Zweifel zwar auch wegrennen. Problematisch wird diese Idee dann, wenn sie anfangen, Bogenschützen und so zu haben. Was machst du denn da? Ja, der ist hin, der Kollege, ne? Kannst du noch schön ausrauben, hast du eine schöne zweite Stoffrobe bei dir im Schrank hängen. Wobei ich nicht mal glaube, dass sie Schränke haben. Hä? Ach hier, wow, ich bin einmal um den Berg drum. Ich bin einfach einmal um den Berg drum. Danke. So, der Verfolger, du hast die Aufmerksamkeit einer geheimnisvollen Kreatur erregt. Richtig geheimnisvolle Kreatur, Alter. Keine Ahnung, wer das sein soll. Suche sie und finde heraus, was sie über dich weiß. Machen wir einfach mal, come on. Was glaubst du, wer sich dort in den Schatten verbirgt? Irgendeine große Macht hat ihn für sich eingenommen. Das spüre ich. Ob er uns Antworten liefern kann? Für uns beide. Dann sollten wir ihn finden. Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Oha. Er hat Capri-Sonne verschüttet. Folge den Spuren. Sehe ich die so? Ah, ja. Scheinen weder Mensch noch Biest zu gehören. Alter, ein Kraut. Umso mehr Grund, ihnen zu folgen. Nice. Gesundheit erneuert. Okay, schön. Ja, Kritik, dann viel Erfolg fürs Lernen auf jeden Fall. Geil, könnt zugucken. Ist wie in der Schule früher. Ist wie in der Schule früher, ne? Die Uruks mit ihren Panzerstiefeln, Junge. Ist natürlich mega unauffällig, dass sie mitten auf unserem Weg jetzt stehen. So, mieser Mobber, Junge. Die Kreatur führt uns noch in den Untergang. Kämpfen die jetzt oder hauen die ab? Ne, die kämpfen tatsächlich mal. Gibt's ja nicht, Junge. Da kämpfen die einfach, die Schweine. Geil. Zack. Kriege ich wieder nicht hin, ne? Ah. Nervige Hunde. Jetzt leuchtet das Schwert. Zack, Junge. Ah, ich mag die Executes. Ist jetzt nicht Mortal Kombat, ne? Aber ist schon Shiggy auf jeden Fall hier. Zack und ab dafür. Umgedreht, Junge. Nicht einmal Ausgestoßene verdienen solch ein Schicksal. Der Mensch scheint ein ums andere Mal in Gefangenschaft zu enden. Die miesen Menschen, ne? Schön. Guck mal, wie sein Bein absteht hier. Toll. Guck mal, prima Ballerina. Junge, oh, die Zehen auch, oder? Guck mal. Lecker, können wir den Fuß streicheln so ein bisschen hier mit der Hand so... ja, so ein bisschen so, gucke hier beim Drehen so, sehr schön. Ja, wollte ich mal anfassen. Alles muss berührt werden, ihr kennt das, Freunde. Gut, Geisterwelt bitte. Gollum-Spuren, wie sehen die aus? Das sind halt wirklich richtig kleine, miese, vergichtete Füße, ne? Ein Traum, Junge. Ein Träumchen. Scheint dieses Geschöpf ist im Klettern geübt. Die Sklaven sind ihm schließlich doch entkommen. Ich hätte sie schon nach dem ersten Versuch aufhängen lassen. Die sind halt manchmal so laut, dass ich denke, die stehen direkt vor mir, Alter. Miese Urukainis. So. Wo rennt der denn lang, Alter? Das Schöne an der Geisterwelt ist auch, ich sehe so einen... Es weiß mehr von mir, als ich von mir selbst halben weiß. Meter vor mir. Wie soll solch ein Wesen etwas von Geistern wissen? Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Ich fühle es. Oh. So cute. Hier sind ganz schön viele, ne? Ich bin halt auch gerade nicht so im Megaschleichmodus in meiner Geisterform, Alter. Ich hab nicht so... nicht so Bock. Ihm kein Hindernis. Free Climber Gollum, man kennt ihn. So, kann ich den jetzt hier mal mit unserem neuen Skill? Jo, mit dem Schrei dazu, perfekter Stealth-Skill, Alter. Richtig gut. Läuft bei uns. Da ist ein Schmiedeturm.
Hier ist er wieder runter. Wo will er denn auch hin, Alter? Warum ist er überhaupt bei uns? Ist mit Gollum. Deine Kreatur wandelt auf gefährlichen Faden. Eben sein Fetisch, Junge. Toratinai, grüß sie. Uff, 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 uff. Nein, ich bin hier nur, ich bin nur ein Busch. Ja, guck wieder weg, Alter. Wie lange guckt er denn her? Oh, ist das euer Ernst, dass da jetzt so viele lang gehen? Ja, wow. Gebt mir bitte noch weniger Versteckenmöglichkeiten. Da ist ein Lager. Uff, naja, komm, wir natzen die einfach, oder? Mal richtig schön hier Lift to Win, Alter. Richtig, ab nach vorne. Moin. Stairskill Level over 9000, Alter. Zack. Das ist ja geil. Okay, ich bin gerade schwerer vorgestellt. Ich dachte, die merken das vielleicht. Hier, der ist direkt neben dir. Oh, ist egal. Oh, jetzt doch. Jetzt ist es ihm aufgefallen. Guter Mann. Du kannst nicht mehr Stairskill sein, ne? Sad life, Bruder. Das war ja geil. Die hatten voll keinen Bock, sich zu helfen. Tschüss. Jo. Ne? Der Weg ist gepflastert mit Orgleichen. Geil, ich krieg das Nathanos-Bild nicht mehr aus dem Kopf. Ne, es ist ja auch so, gerade mit diesen Umhängen, ne? Der Umhang sieht zwar gerade so aus, als hätte ich den übelsten Riesen-Ass irgendwie. Guck mal hier mit dem Umhang. Ist irgendwie nicht sehr gut für die Taille, oder? Schön. Wie, ich verlasse das Auftragsgebiet? What? No, will ich gar nicht. Da ist er lang, die Sau. Okay, um Gottes Willen. Die mit der grünen Raute geben Infos. Nicht direkt umbringen. Okay, Karagor. Karagor ist so wie diese Wagen, ne? Diese Wagreiter. Wie diese Tierchen. Nur ein bisschen, naja, urtümlicher, wie auch diese riesige Spinne. Dort, es läuft davon. Ja, es läuft in die Karagor-Höhle rein. Was soll passieren, oder? Was soll passieren? Wenn die sich unterhalten, dann ist das von gerade nicht so leicht. Das stimmt wohl. Sind halt eher die Schweigsameren gewesen. Ne? Da kann man die mal wegmessern. Erkunde die Höhle. Ja, was soll passieren? Was soll passieren? Ey, wie das hier riechen muss, oder? Wie so richtig schön früher die Turnhalle nach dem Sportunterricht, ey. Wenn er so, ne, siebte Klasse kommt rein, achte geht gerade, Junge, schön Testosteron. Läuft. Ja, kann ich hier hoch? Jawohl. Okay. Wasser oder Pisse? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wo es hier so lang geht. Hä? Geisterwelt. Geisterwelt. So. Geister. Hier geht's lang. Was ist das hier? Ah, das war jetzt die Elbenerinnerung. Was für ein Zauber ist das? Ein verlorenes Raumstück, Talion. Du erinnerst dich? An einige vereinzelte Bilder, ja. Nur wünschte ich hätte sie vergessen. Deine Familie war... Es ist dieser Schmerz, der uns verbindet. Elende Kreatur, was willst du von mir? Nice. Unauffällig. Oh hey, der hat aber schon gekämpft. Ja, das ist nicht so die geile Situation gerade. Okay. Uff. Es läuft davon. Wie, es läuft davon? Ach so, Gollum läuft davon. Ja, okay. Gut, da hatten wir Glück, dass das Vieh schon angeschlagen war. Glaube ich, ohne unsere Slow-Mo wären wir jetzt leicht am Arsch gewesen. Okay, Folge der Kreatur. Warum sind da so... Yeah. Sie scheinen die Karagor bis hier verfolgt zu haben. Super, Uruk-Jäger, das sind Fernkämpfer, ne? Sollten schnell getötet werden. Drücke Leertaste, um Sperren auszuweichen. Okay, da reicht doch mein Fokus auch gar nicht für, um da jetzt großartig was wegzuhauen, ne? Müssen wir so fighten. Uff, uff. Oh, seid ihr räudig. Ah, oh mein Gott, okay, das könnte... Da kommen doch auch die Viecher. Okay, die fighten gegenseitig, das ist schön. Junge. Hier darf ich aber mal nicht eine Sekunde schlafen, sonst bist du ja direkt am Arsch. Zack und weg mit dir hier, Kollege. Einwandfrei. Ui, das war saubere Handwerkskunst. Sehr schön. So, nur noch einer. Der wird von dem Karagor zerfleischt. Können wir auf den Karagor gehen. Zack. Und noch ein. Zack und noch ein. Oh, Elbgeschosse benötigt. Hier sind doch welche. Sehr schön. Tippe Leertaste, um Angriffen auszuweichen. Okay. I try. Oh, oh. Oh, oh. Nö, 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 nimm den. Nimm. Ich hab doch Uruks hier, töte die, sehr gut. Ehrentierchen. Oh shit. No, 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 no. No. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich rolle. Ich rolle. Ich rolle um mein Leben. Ist hier keine Pflanze? Ah, Leertasse. Weg. Come on. Oh, nicht gut.
Nicht gut, Talion, nicht gut. Zur Seite, zur Seite. Oh mein Gott. Ich mag das Tierchen nicht. Zack. Und zack. Und weg, 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 weg. Oh mein Gott, das gefällt mir gar nicht. Ich mag den Karagor nicht, Freunde. Ich mag den voll nicht leiden. Zack. M-Geschoss benötigt. Jawohl. Ein Glück. Uff. Da liegen noch welche. Come on, schnell hin und weg. Okay. In den Arsch, Digga. Zack, das können die gar nicht leiden, die Tierchen. Deine feige kleine Kreatur lauert irgendwo hier in den Schatten. Der war böse. Die mag ich gar nicht mehr leiden, ey. Er wird sich erinnern, mein Schatz. Wir werden ihn zwingen. Ja, ja, ja. Wir brauchen es zurück. Wir brauchen es. Schweig. Sei still, mein Schatz. Wirbelsäule ist da. Du glaubst, es wäre so leicht, sich an mich ranzuschleichen? Nein, nein, tut uns nichts. Was wollt ihr davon? Leuchtender Herr. Ja, wir kennen ihn. Leuchtender Herr kam zu uns. In unseren Träumen. Du siehst mich. Elende Kreatur! Der Schatz. Er hat sie gezeigt. Er hat uns die Schätze des leuchtenden Herrn gezeigt. Genug der Menschen. Ja, ja, wir schwören es. Wir schwören, dem leuchtenden Herrn zu dienen. Wir zeigen ihm seine Schätze. Jawohl. Ich traue ihm nicht. Was? Wir brauchen ihn. Willst du nicht erfahren, wie ich bin? Nö. Ich will eigentlich nur Karagors jagen. Geil. Der Verfolger. Abgeschlossen. Cool. Fähigkeitspunkt erhalten. Endlich, Alter. Endlich. Was eigentlich deine Meinung zu Artikel 13 betrifft, ja, Zuma ja auch. Ja, Digga, was wird meine Meinung sein, oder? Finde ich nicht so gut, ne? Muss weg auf jeden Fall. So, ich wollte gerne das explosive Feuer noch mitskillen hier. Das sah nämlich sehr, sehr gut aus. Wenn wir dann nämlich auf Feuerstellen aimen, dann lassen unsere exorbitanten Elbenkräfte diese einfach explodieren, Junge. Bam. Das ist nice. Das ist wirklich relatively nice, würde ich mal sagen. Schön, schön, schön. Guti. Voll verstörend, dass sie immer noch so silhouettenhaft sind, weil wir noch keinen aufgedeckt haben. Okay, hätten wir das. Gollum-Eintrag ansehen? Gollum ist eine erbärmliche Gestalt, die ihren ursprünglichen Namen vergessen hat. Geil, kennt man als WoW-Spieler auch so ein bisschen von sich, ne? Er war ein Smeargol, ein Hobbit, der durch den einen Ring unrettbar verderbt wurde. Schön. Nach 4 Jahrhunderten wurde der Ring rastlos und suchte sich einen neuen Besitzer, den Hobbit Bilbo Beutlin. Den kenn ich irgendwoher, ne? Komm mir bekannt vor, die Story. Keine Ahnung, wieso. Guti, kein Ziel ausgewählt. Halte Escape gedrückt. Dann kommen wir direkt... Ah, okay. Jetzt könnten wir hier quasi uns den nächsten aussuchen. Aber wir haben ja eigentlich erstmal die Mission, unserem Kumpel hier in sein Lager zu folgen, ne? Wo auch immer das ist. Da unten ist der Geist von Mordor. Aber... Hä? Ich dachte, wir sollten ihm erstmal folgen hier, unserem nicen Boy. Oder hängt das damit zusammen? Saurons Uruks missbrauchen gnadenlos die niederen Orks in ihren gewalttätigen Machtkämpfen. Erkunde mit der Macht des Geistes, wie du diese Machtkämpfe nutzen kannst und durchdringe die schwachen Gemüter, um die Feinde von innen heraus zu zerschmettern. Ein Ork insbesondere hat einen Verstand, der wie ein flammendes Leuchtfeuer der Schwäche strahlt. Geil. Ein Leuchtfeuer der Schwäche. Sehr schön. Dann machen wir uns da einfach runter. Ich glaube, wir können auch reisen, ne? Zack. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich setze mal Herr der Ringe auf, die Liste und Hobbits. Weiteres habe ich ja noch nicht gesehen. Ja, das muss auf jeden Fall nachgeholt werden. Das stimmt wohl. Ich hatte ja auch dolle Bock einfach, weil ich ganz, ganz oft in einer... Okay. Kann ich von hier jetzt zufällig... Bam. Oh. Hallo, ich war das nicht. Kannst dich umdrehen. Was ist das, ein Karagor? Was ist das für ein Vieh? Ist das ein fucking eine Fellbestie? Nee, oder? Was ist denn jetzt hier für ein Treffen, Alter? Da fuck, wie sie ihn anspringen, das ist cool. Wie die NPCs fighten untereinander. Schön, was ist das für ein Teil, Alter? Höhlentroll auf Steroiden oder so? Du bist unser Leuchtfeuer, ne? Pilgor Beutlin, man kennt ihn. Schön, wo ist der jetzt hin? Alter, ich habe nur 2 Sekunden in den Chat geguckt. Ach, er ist tot! Ach so, die Karagor haben gewonnen. Okay.
Ja, ich will halt nicht da jetzt in drei Karagor reinspringen. Wir müssen ja auch darüber. Uff. Ach, die sehen uns nicht, oder? Die schnetzeln da die Orks. Das soll der Geiz. Come on. Ich hätte ganz gern einen Mount. Wir können auch skillen, wenn ihr es schon im Geisterbaum vielleicht gesehen habt. Wir können auch skillen, dass wir die Karagors zähmen und reiten können. Aber ich hasse halt Karagors, ne? Ich will mit denen nichts zu tun haben, Mann. Der Fight eben hat schon wieder ausgereicht. Habe ich voll keine Böcke drauf, Alter. Komplett, wenn ich das höre gerade hinten, ne? Ah, wir rennen einfach weiter. Wir rennen weiter. Ein Bergtroll oder Höhlentroll? Ja, aber die sind schon kleiner, oder? Der hatte ja viel längere Arme wie so ein Orang-Utan-Troll nahezu schon. Ein ganz gefährlicher Typ bestimmt. Halvor Hallöchen, Digga. Kuchen in Mittelerde, oder? Beste. Was ist das hier? Das ist Gelände, ne? Das ist Design, nennt sich das. Da habe ich keine Ahnung von. Toll, ey. Richtig, richtig toll. Was ich sagen wollte, ich habe ja überhaupt Bock auf Herr der Ringe bekommen, das mit in die Liste genommen, weil ich irgendwie über Autoplay wieder so viele Soundtracks bekommen habe. Festung, da sollte ich vielleicht nicht unbedingt rein, oder? Oder das ist unsere Festung. Wenn du in einer Festung entdeckt wirst, werden die Uruks Alarm schlagen, Verstärkung herbeirufen. Super. Ja, ich habe die Schnauze voll von den verschissenen Schlangen, dem verschissenen Flugzeug, Alter. Kenne ich das Gefühl. Und so von The Shire, ne, Auenland-Theme und sowas, schwarzes Tor, das ist halt mega geil. Da hat man instant Böcke drauf. So, als ob ihr jetzt keine Bogenschützen irgendwo stehen habt. Echt nicht. Spinnensuppe wird serviert hier, Alter. Das ist auf jeden Fall meine Festung. Uff, ich dachte, wir können weiterspringen. Hoppla. Das war etwas blöd gelaufen, ne? Darum gehe ich jetzt hier an dieser sehr dünnen... Sehr schön, guck mal hier. Bin eins mit der Wand, Boy. Ich reibe meinen Hintern an der Wand. Yeah. Zack, sehr schön. So, wollen wir das sehen? Ich weiß nur gerade nicht, warum unsere dritte Mission oder so in der Ork-Festung spielt. Mit einem Machtkampf. Das kann doch nicht gut ausgehen für uns. Oh, das geht nach unten. Oh, oh. Nö, also das mit den Abständen muss ich nochmal üben, glaube ich. Wenn die jetzt andersrum geguckt hätten. Hätten wir auch kleines Problemchen gehabt. Ich will jetzt nicht nochmal springen, weißt du? Ich habe jetzt so irgendwie komplexe. Was bei so ganz interessant ist, das sehen wir hier. Wir haben in so einer Festung dann verschiedene Optionen. Ne? Wir sehen hier diese Fliegennester, die wir runterschießen können. So eine Wände, die wir kaputt schießen können. Da hinten Köder, die Karagor anlocken. Hier die Wände, die dann runterfallen, Leute zerquetschen können. Das ist schon alles relativ taktisch. Nur bin ich nicht taktisch. Ne? Das ist keine Überraschung. Klimp. Ew. Was ist denn mit ihm, Alter? Räudiger Hund auf jeden Fall. Krass, das ist ein Grauk. Okay, die kennt man aber nicht so aus den Filmen und so weiter, ne? Glaube ich. Die Steigung von Karagor-Reiten ist zufällig Trollreiten. Ja, wer hätte es gedacht, ne? Grauk-Reiten, okay. Good old Grauks. Da muss ich hinter. Genau, ihr haltet Wache und ich sprinte da einfach hin, oder? Was soll passieren? Nichts soll passieren. Oh, oh. Ich höre unschöne Geräusche. Wir schleichen uns dahin, kein Problem. HD-Update, Digga, was los? HD, 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 Easy Game, Erik, ich grüße dich. Hey, das bin ja ich, Schmelke, ne? Auf einmal sieht man sich selber im Game. Toll. Warum kommst du nicht her, Waldläufer? Sag bloß, du hast Angst. Okay, habe ich, Digga. Immer mega Angst vor angeketteten Uruks. Der Geist von Mordor. So, haben wir uns eben durchgelesen schon, ne? Wir gucken mal. Nächste Story-Mission. Yay. Grauk ist für das Game reingekommen. Ach so. Komm näher, wenn du die schwarze Hand suchst. Dieses Sklaven flüstert nichts als Lügen in dein Ohr. Oh, doch wenn du mich befreist, wird Redback dir alles verraten. Redback. Was solltest du wissen, was all diese toten Orks nicht wussten? Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein. Ohne Spaß. Oh, diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee. Just prank. Stinkt wie ein fauliger Fisch. Doch Redback kann nicht die Tricks der Orks lehren. Mit Redback kann er kein gelingen. Wir finden schon raus, was du weißt. 50 Shades of Redback. Yo! Die Reise in den Mittelpunkt des Auges. Drücke WSAD, um Goroth auszuwählen. Okay, ich möchte Goroth auswählen. Hallo, der Karagor-Zähmer. Warum? Aber cooler Helm. Cooler Helm, auf jeden Fall. Hauptmänner und Würmer, das sind die mit den grünen Infos, die er meint, geben alle Informationen über einen Zielpreis, wenn sie verhört werden. Drücke 2, um Goroths Stärken und Schwächen zu enthüllen. 2. Geil. Okay, anfällig gegenüber berittenen Bestien, feucht war Karagor.
Gerät in Panik beim Anblick von Karagor? Er hat auch eins auf dem Kopf. Ey, nicht so durchdacht sein Titel irgendwie, ne? Seine Furcht vor Karagor lässt ihn in einen panischen Feigling oder lässt ihn zu einem panischen Feigling werden. Wenn du ihn mit einem Karagor konfrontieren kannst, wird er einige seiner Stärken verlieren und ein leichtes Ziel werden. Okay. Seine Stärke immun gegen Fernkampf, heftiger Angriff, Gruppenanführer mit Gefolge. Adfight, ne? Ultra Bockbrudis auf Adfight auf jeden Fall. Denk daran, viele Schwächen können nur ausgenutzt werden, wenn du zuerst Informationen sammelst. So gelehrt hast du, um Goros als dein Ziel zu markieren. Okay. Fernkampf können wir also vergessen. Super. Ha, kümmert mich nicht. Dein Problem, Waldläufer, sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Redback wird dir den Weg zeigen. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Lass mich das hier nicht bereuen. Ach. Fabelhaft. Fabelhaft, ja. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich meinen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer. Ja. Erstmal durchatmen. Geil. Mit Redback. Folge Redback. Du kannst ihnen nicht trauen. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch. So. Oder in den Hals. Na aber. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Ah. Jemand wie Redback. Ja. Yeah. Also hat Goroth das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Ja. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. So, schön auf Nacken, Junge. Das hat unser Kollege verstanden. Wie hast du dich befreit, Abschaum? Mr. Kartoffel. What? Neuer Feind Schildträger. Schildträger werden Frontalangriffe ab und müssen von hinten angegriffen werden. Drücke in der Nähe des Feindes Leertaste, um über ihn zu springen. Haben wir noch Übung von Darksiders, ne? Überhaupt kein Problem für uns. Halt den Waldläufer, aber eigentlich... Er ist ein einfaches Ziel. Wollte ich doch sagen, ja. Das Schild ist ja nicht groß genug, ne? Nicht groß genug für uns beide. Oh, shit. Oh, hallo. Freunde, das war jetzt aber fies hier von hinten und so weiter. Ist nicht gerade die feine englische Art. Ach, wir müssen ihn auch deffen so ein bisschen, ne? Er kann ja selber gar nichts, der große Häuptling... In Ausbildung. Zack. Uff, ich mag die Executes, Alter. Vor allem hier mit diesem miesen Licht dazu. Hallo. Schön. Sehr gut, Waldläufer. Nun stell dir die ganzen Leichen als Goroth vor. Stell dir dein Ziel vor. Goroth will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir kriegen uns schon seit Redback denken kann. Aber Redback gewinnt nie. Letztens hat er Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Goroth büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Goroth hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Goroth ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Junge. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Yo. Guter Plan. Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie. Genau. Hauptmann Goroth ist erfahren. Die Vorfreude macht mich ganz sabberig. Der Sabber der Rache. Was ist denn nun mit ihm? Der Sabber der Rache, Alter. Pray for Redback auf jeden Fall. Ach man, hört sich nach mir an, ne? Klassische WoW-Gamer. Das ist der erste Teil auf jeden Fall. John wird Grüße. Die Frage ist, ob wir hier groß was töten sollten. Ja, genau deswegen. Fuck, hier sind nämlich überall welche. No, 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 no. Nichts mit Alarm schlagen, Penner. Oh shit. Oh oh. Ich bin nur ein Busch. Hallo. Oh shit, ich habe keine Pfeile mehr.
No, 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 no. Oh, shit. Oh, oh, nein. Nein, nicht das... Oh, Gott, das war nicht die richtige Taktik, glaube ich. Kacke. Oh, Gott. Schnell execute hier, come on. So. Ui. Junge, was war das denn? Der Twister. Holy fuck. Nichts mit Leuchtfeuer, come on. Oh, nee, es werden immer mehr. Scheiße. Stealth-Mission läuft mal wieder, Alter. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt schnell, come on. Was ist der letzte? Nee, da ist noch einer. Ah, fuck it. No, 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 no. Ah, fuck it. Wir nehmen die ganze fucking Festung auseinander. Hoppla. Bin mir nicht sicher, ob ich nicht vielleicht abhauen sollte. Weil es sind doch ein bisschen... Doch eins, zwei mehr, ne? Oh. Oh, da war Hass dabei. Da war Hass dabei. Das war ich beim 10. Mecha-Drill-Try auf jeden Fall. Mit einem Todesstoß, Junge. Alter, könnt ihr aufhören, Infight hier die Leuchtfeuer anzumachen? Das gibt's doch nicht. Freunde, ich weiß nicht, ob wir uns nicht in einem... sexy execute. Ob wir uns nicht in einem Endlos-Fight gerade befinden. Weil es werden irgendwie immer mehr. Jetzt will der auch wieder das Signalfeuer anmachen. Das gibt's doch nicht. Hör auf damit. Hör auf. Hörst du? Hörst du? Hörst du? Was ist denn mit denen? Alter. Ja, Freunde, willkommen zu einer Runde. Wir schlachten 27 Stunden lang. Uhups. Ich hoffe, Sie haben eine angenehme Sitzposition eingenommen. An der Kasse gibt es noch Snacks und Getränke. Was ist das jetzt? Jo, wir haben mal kurz so 30 Uhuks umgehauen, ne? Wir atmen mal ganz kurz durch hier in diesem Busch. Da gefällt's mir nämlich. Okay. Ich brauche auf jeden Fall Pfeile. Die werden wir brauchen. Und das war's. Das ist der Plan, ne? Toll. Richtig schön. Der Sabber der Rache, oder? YouTube-Titel ist da. Schön. Master of Stars. Gnolle, Grüße. Ja, dann geht's wieder on the road. Und wann spielst du endlich wieder WoW, oder? Es ist so lange her. Maligos, ich grüße dich. Ah, der Genozid der Festung schneller gehen mit dem entzündeten Leuchtfeuer. Das stimmt, ne? Dann machen wir direkt alle platt. Dann kommen direkt auch die Häuptlinge und so weiter. Überhaupt kein Problem für uns. Ah, aktuell würde ich echt ein bisschen morden für ein WoW-Game quasi, was so ist. So mit Varian oder so, oder mit Nathanos, was wir meinten. Okay, hier hängt eine Menge Fleisch. Wir sind eigentlich noch Tutorial-mäßig unterwegs. Das heißt, wir haben bestimmt irgendwo in der Festung haben wir einfach so ein Pfeilreservoir, wo wir uns auffüllen können. Mal gucken. Bogenschützen. Oh ja, da, guck mal. Guck mal da. Wieso komme ich da nicht hin? Warum nicht? Ich möchte den gern von oben massakrieren. Warum geht das nicht? Ah, von hier. Guck mal. Hallöchen. Sag, ich mag die Executes. Das scheint mir ein guter Ort für ein Nickerchen zu sein. Ja, so zwischen den Leichen. Dort wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Goroth kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Goroth ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Danke, Redback. Danke für nichts, ein ne? Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Goroth an die Arbeit. Schicken wir ihn an die Arbeit, Amenai. Hier haben wir jetzt die ganzen Karaoke-Käfige. Okay, also es ist ja nicht mehr so gesehen Tutorial, aber es ist ja mit unsere erste Mission so jetzt mit Redback und so. Insofern gehe ich davon aus, dass wir hier noch ein bisschen nett behandelt werden. Ansonsten hätten die uns, glaube ich, auch leicht rasiert. Ne? Die hätten uns, glaube ich, leicht rasiert, gefetter Tod. Ich grüße dich. Ich weiß nicht, ob ich da einfach hinsprinten soll. Ich meine, die sind ja jetzt pennen gegangen. Waren das vielleicht auch seine Leibwächter? Wird es uns so leicht gemacht, dass wir schön... Ja, Mon Käfig, da ist ein Karagor drin. Da haben wir auch Feuer. Okay. Ich finde es schön, wie auch mit Tag und Nacht so gespielt wird. Wie es hier echt fucking dunkel ist. Bisschen verregnet. Bisschen nass, so richtig Helms-Klamm-Feeling auf jeden Fall. Schön. So, wir gucken uns das von oben an. Er war halt immun gegen Fernkampf. Das ist halt ein bisschen sad. Ach, hier haben wir einen Turm. Aha. Okay. Ja, du, warum nicht? Safe Point. Gar nicht mitbekommen. Nächste Region ist da. Welch wunderschöner Stein. Der Turm ist wiedergeboren, so wie ich. Also guck mal, da ist auch ein Pokémon, ne? Alter, die neuen kenne ich auch alle gar nicht. Sieht auch alle kacke aus, Glurak Beste. Amenar. Okay. Wo ist er denn genau? In dem Zelt oder was? Ich sehe ihn halt nicht. Da ist er. Ich Karagor daran, indem sie vor mir davonlaufen. Ja, da ist er. Er steht halt gerade direkt vorm Käfig, ne? Das müssen wir halt mega nutzen eigentlich. Pass mal auf hier, so. Da müsste er jetzt gar keinen Bock drauf haben. Jawohl, vor euch vor Karagor. Und eigentlich müssen wir jetzt von hier... Oh, oh! Bruder!
Einschlagschaden ist da, verdammter Meteor, Junge. Hallo, Ibims. Hast du keine coole Häuptlingssequenz jetzt? Du hast nur Schiss, ne? Der hat halt nur Schiss, der arme Mann. Ach, das ist aber auch nicht nett. Und Schiss. Alter. Das war easy. Schön. Kampfbericht. Nach einem Machtkampf kannst du im Kampfbericht die Ereignisse nachverfolgen und die Verschiebung des Machtgleichgewichts in Saurons Armee nachvollziehen. Drücke Eingabe, um den Kampfbericht anzuzeigen. Machen wir. Zeig mal her hier. So. Achso, das war jetzt ihr Kampf eigentlich, ne? Wir haben ein bisschen eingegriffen. Aber für die Uruks hat Redback quasi jetzt diesen Machtkampf gewonnen. Okay. Und er ist jetzt an seiner Position. Legit. Pretty legit. Hey! Ihr zwei! Geil. Schleppen wir diese Leiche zurück zum Zelt. Ich hol mir eine Belohnung. Verzieh dich, Abschaum. Wir folgen nur den Befehlen von Gorod. Er ist die stinkende Leiche, die ihr tragen sollt. Jetzt los, los. Halt den Schandbaum. Läuft mit dem Aufstieg. The fuck? Ein Ohr? Zeigt etwas Respekt, ihr garstigen Würmer! Sonst schneide ich euch die Ohren ab! Redback ist jetzt euer Hauptmann! Wie sie aber auch hören, ne? Muss ich mir ansehen. Ja, wenn ihr damit fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung! Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren. Grafik ist tatsächlich auf Anschlag, ja. Okay. Schön. Mehr EP für uns. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. Nice. Schalte Karagor-Reiten frei, um dich schneller durch Mordor zu bewegen. Ich weiß halt nicht, ob ich das wirklich tun möchte. Ich weiß halt nicht, wie oft ich das benutzen werde. Karagor-Reiten. Drücke... Ach, von oben direkt. Ah, okay, das ist cool. Da müssen wir das Vieh gar nicht groß bekämpfen. Sondern können ihn dann so übernehmen. Das ist natürlich... Oh, okay, das ist cool. Gut, wir nehmen's. Ja, come on. Jetzt haben wir schon, obwohl ich meinte, wir gehen Waldläufer schon mehr Fähigkeiten in Geist. Ne? Ich kann wieder gar nichts. Nicht mal an meine eigenen Regeln denken. Schöne Sache. Schöne Sache. Sturm des Krieges. Okay, das sind unsere Verbesserungsmissionen für unsere Waffen. Ich würde aber gern heute erstmal überwiegend Main Story machen eigentlich. Hier haben wir so einen Machtkampf für Macht, ne? Für Power. Machtkampf für Macht, wer hätte es gedacht. Das sind die Erinnerungen mit Gollum. Und hier geht's mit Redback weiter. Ich würde erstmal gern mit Redback eigentlich weiter. Weil wir da ja gerade voll dabei sind. Guck mal, die beiden, die die Leiche holen sollten, kommen einfach wieder ohne die, ne? Richtige Heinis, Alter. Die können wieder gar nichts. Da raste ich aus und krieg so den Hals. Ich glaube, es ist wirklich nicht schlecht, sich einen Karagor zu besorgen, oder? Frage ist nur, haben wir hier vielleicht einen drin? Ich hab keine Ahnung. Da ist einer drin. Pass auf, wir checken erstmal unseren neuen Feuermove aus. So. Nee, ey. So. Der miese Hund, ne? Steht er einfach bei mir in Range drin. Und jetzt ist hier kein Karagor im Käfig, oder was? Die sind unterwegs. Toll, jetzt wollte ich mir einen Karagor holen, sind alle tot. Danke für nichts. Danke für nichts. So. 1060. Ja, du, frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung von Technik. Aber läuft alles, ne? Läuft, läuft, läuft. Macht es immer gut, sonst bricht der die Story das Genick. Das glaube ich gerne. Das glaube ich gerne. Wir werden dann auch gucken, dass wir so ein bisschen ein Gleichgewicht hinbekommen, ne? Dass wir nicht nur hier so rumsneaken von Fall zu Fall. Ja gut, okay, der ist jetzt auch auf unserem Weg. Wenn er eh auf dem Weg liegt, dann können wir ihn eigentlich auch mitnehmen. Ne? Gucken wir uns mal an. Festmahl. Festmahl mit Maulkorb läuft bei den Uruks. Uruks veranstalten Festmahle, um große Taten zu würdigen und sich mit anderen Uruks in der Kunst des Grog-Trinkens zu messen. Ehrenmänner. Wenn das Festmahl ungestört bleibt, erlangt der Gastgeber Macht. Misch dich in das Festmahl ein, um Saurons Armee zu schwächen. Machen wir Luga-Kiefersperre. Geil, ne? Alle haben so Namen wie irgendwie, weiß ich nicht, Grog-Trinker und... weiß ich nicht, Ork-Schlechter, ne, was weiß ich nicht. Und er ist der mit der Kiefersperre. Guter Mann, gucken wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Kann gut sein, Eric, ich weiß es nicht. Laufengetarne gesehen? Das labt euch an Fleisch und Grog! Metal-Erde-Movie, so ist es. So, da ist der Verbrecher. Das Ding ist, wir können ja auch Grog hochgehen lassen, ne? Da kann ich nur wieder nicht durchschießen, glaube ich, mal sehen. Oh, oh. Oh, kann ich doch. Okay, dann jetzt schnell hin. Schnell hin zum brennenden Hund. Was ist...
Ja, bleibst du hier? So. Ja, Junge, Waldbrandgefahr und so. Hier bleiben, hier bleiben. Zack. Ah, das sieht gut aus. Menschendreck. Ja, du bist doch schon fast hin. Dachtest du, wir wären leichter Beute? Voll mit Grog? Ja. Betrunken kämpfen Uruks besser. Betrunken kämpfen Uruks besser. Sehr, sehr gut. Auf Wiedersehen. Oh. Das war fies, oder? Arturo, hallöchen. Ja, das war geil. Solange die dann immer gleich an ihm rumstehen und nicht feuerimmun sind oder so. Er wurde bei seinem eigenen Fest mal gedemütigt. Gedemütigt? Ich hab ihn fucking abgestochen. Ich bin so gedemütigt worden, ne? Ich will nicht mehr leben. Schön, Kampfbericht. Ja, gucken wir mal. Ja, ne, Herzanfall hier. Wenn Hauptmänner getötet werden, stehen freie Positionen in Saurons Armee. Nach einiger Zeit können neue Hauptmänner diese Position besetzen. Ne, du kannst das letztendlich nicht durchspielen. So, es kommen mit der Zeit dann immer heftige, die aufsteigen und so weiter, ne. Schwierig bis belassen. Das ist unser nächster hier. Brock der Zwilling. Warum der Zwilling? Kommt da dann zwei oder was? Wütend, weil andere Uruks so schwach und armselig sind. Ja, der sieht schon fieser aus irgendwie, ne. Der sieht schon fieser aus auf jeden Fall. Uff, dann war er wohl nüchtern. Heute Abend Jaina Hero Clear, na easy, natürlich. Ich mach mich schon mal warm hier, ne? Todesstoß ist da. Schöne Sache. Rune für den Bogen. Zorn der Natur. Chance von 16% bei einem Ritt auf einer Bestie. Es klang halt komplett uninteressant, ne? Beim Ritt auf einer Bestie soll ich jetzt mit dem Bogen noch arbeiten, oder was? Sag mal her, Waffen und Runen, Schwert haben wir. Bogenrune. Und zwar, was ist das? Tosender Sturm. Versuchen Schaden beim Reiten einer Bestie. Und beim Ritt auf einer Bestie Schaden, zwei Elbengeschosse zu erhalten. Ja, das wird beides halt effektiv niemals genutzt werden, glaube ich. Standhaft bis zum Ende. Er hat eine zusätzliche letzte Chance und zieht erneut in den Kampf gegen die Uruks. Okay, das ist, wenn wir kurz davor sind, gekillt zu werden, dann haben wir nochmal so eine Pariermöglichkeit. Gut. Runen. Geil, oder? Richtig schön. Richtig, richtig schön. 100 Euro und Game Reset. Schön, Speicherstand zurücksetzen. Endless Herr der Ringe Challenge, man kennt es. So, da wollte ich eigentlich hin, ne? Die Rangleiter empor, ne? Aber plus 40 Power. Ich bin gespannt, wenn wir hier ständig nur rumsneaken und nicht groß wirklich jetzt auf die anderen Missionen achten, wann wir so hart aufs Maul bekommen, dass ich in so einem 10-Stunden-Kampf gegen so einen Hauptmann abkacke. Karagor! Oh, die hätte ich gern. Ich hätte gern jetzt meinen Mount. Na, nicht so. Nicht so. Wir müssen von oben auf das Karagor, hieß es, ne? Oh, das wird nicht cool. Die töten mich halt, wenn ich da jetzt so rangehe. Wir kommen auch an den Steinwänden nicht hoch. Das heißt, wir werden uns unauffällig verpissen. La 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 la, ihr seht mich gar nicht. Geil. So einfach ist es, oder? Brock sieht doch aus wie ein sweeter Boy, der vielleicht nett und Togo ist. Ich bin mir sicher, dass er voll Togo ist. Auf jeden Fall. So. Redbacks macht Hunger, wo er wieder ist, in welcher Situation, ne? Wächst beständig an. Damit steigt auch sein Nutzen für deine Zwecke. Halt ihn am Leben und bring dich einen Schritt näher zur schwarzen Hand Saurons. Let's go, Redback, oder? Let's go. Das nennst du ein Duell? Nein, das ist ein verlorenes Duell, du Narr! Ja, nicht falsch. Oh, Junge, wie das riechen muss. Ist das gut? Ich nehme mich einfach. Sonst verliert er seinen Kopf. Toll. Irgendwie okay. Verlockend, nicht wahr? Wir wissen nichts über den Anführer, ne? Blende die Augen und das Biest sieht dich nicht kommen. Okay, Augenblenden kriege ich hin. Oh, 4 Minuten nur. Uff. Kann ich den von unten hier so? Ja. Sehr schön. Ah, und ab dafür. Das war das bekannte Runterfallen, was ich vorhin meinte. Da oben ist noch einer. Okay, Vonix, hi, grüß dich. Uff. Eliminiere die Schützen, zusätzliches Ziel. Wir könnten auch so fighten, aber die Schützen brechen uns natürlich dann früher oder später das Genick. Insofern, das kriegen wir hin in 4 Minuten, oder? Wenn ich so feiern lasse mit ihrer Hinrichtung, Junge, ist ja wie Marineford hier. Erstmal warten, hoffentlich kommt nicht noch Whitebeard und hoffentlich kommt nicht noch Ruffy und so weiter und so fort. Wo ist noch einer? Da und da unten drin, okay. Gucken wir mal. Hier rüber, Diggi. Dann war fallen lassen wir eh. Nochmal. Ne, nicht wieder hoch. Digga, wir haben keine Zeit für so ein Spielchen. So. Sehr schön. Der nächste. Zack. Zwischen die Ohren. Bleibt nur noch einer. Nur noch einer. Wie komme ich denn da rüber? So. Uff. Ja, mehr schlecht als recht. Aber ja, die Schützen sind halt komplett bescheuert. Und ab dafür. Nice one. Sehr schön. Ja, Redback weit gekommen auf jeden Fall, ne? Okay, das sind trotzdem verdammt viele. Bin mir nicht sicher, wie wir das am dümmsten lösen können gerade.
Du bist ein, eine Leiche. Da war doch ein Geräusch. Nein, ist keins. Hier ist keiner. Oh, vielleicht. Oh. Der Urg ist tot. Wenn wir jetzt von oben vielleicht. Come on. Ohne entdeckt zu werden. Come on. Schnell. Schnell. Nein, du siehst gar keinen Waldläufer. Das ist Einbildung. Scheiße. Nein. Kacke. It happened. Ach, Mann, das hätte cooler laufen können. Ich dachte, wir können von oben. Inneres nach außen kehren. Ah, das klang nicht so cool. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Mal gucken. Schildträger. Uff, die werfen auch mit Echsen. Das ist alles gar nicht meins hier. Das ist gar nicht mein Kampf, glaube ich. Lol, mein Kampf. Ha, XD. Zack, erster weg. Red ein bisschen kopflos heute gefühlt nach dem Aufstehen, ne? Man kennt es. Execute werden wir nicht schaffen so schnell. Ne, schaffen wir nicht zu viele. Das ist nicht nett. Jetzt hier, come on. Nächster. Saftig einmal in den Hals, Junge. Sehr, sehr schön. Zack. Okay. Wir betäuben die aber zumindest auch ganz gut, wenn wir das hinbekommen hier mit unseren Schildträgern. Wir können die Schilde auch kaputt machen. Der Dream von Darksiders. Wir können die Schilde zerstören. Das ist toll. Wenn ich dann mal zu blöd bin zum Springen oder so. Sehr gut. Ich finde es auch schön, dass der Meister selber nicht so mitkommt. Und ich bin mir auch nicht sicher. Zack. Ja, komm, weg da jetzt. Sah nicht, Junge. Genick gezwirbelt, aber vor dem Herrn, Junge. Einwandfrei. Wir müssen nur mal gucken, ob nicht noch neue kommen, ne? Dass er hier nicht so Mr. Gefolgsmann ist. Zack. Und es kommen dann immer neue und ich kann mir das hier gerade sparen, das Tänzchen mit allen. Weil wir dann eh nur ihn töten müssen. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Das gibt's nämlich sicherlich auch. So, komm, mein Freund. Einmal zwischen die Rippen hier. Sehr schön. Kann ich dich vielleicht mit Range? Immun gegen Fernkampf. Gucke da, wieder was gelernt. So. Einführung Hauptmänner verhören. Wenn du die Gesundheit eines Hauptmanns tief genug sinken lässt, kannst du ihn ergreifen. Halte die Steuerung links gedrückt, um den Hauptmann zu ergreifen. Drücke dann Leertaste, um ihn zu verhören. Denk dran, nur lebende Hauptmänner können verhört werden. Wichtiger Tipp, ne? Wichtiger Tipp. Am Leben. Er kann uns den Weg zeigen. So, Leertaste. Komm, lass dich. Oh, ich hätte auch Abstechen nehmen können. Los. So, Informationen, wir. Sehr schön. Ach, der kann uns jetzt. Oh, guck mal hier hinten, was da alles steht, ne? Holy shit, der kann uns jetzt Infos geben, weil er ein oberer Häuptling ist, über die, ne, anderen Hauptmänner quasi, oder? Einflussreichster Rang der Uruk-Streitmacht. Hauptmänner streben danach, zum Häuptling aufzusteigen. Einige werden dafür morden und sowohl Freund als auch Feind in den Rücken fallen. Okay, dann können wir jetzt hier einmal Infos sammeln über diesen netten Herrn. Der sieht fast genauso aus, ne? Lässig diese Strähne hier. Schön. Mock der andere Zwilling. Ah, jetzt macht der Name auch Sinn. Alles klar. Fürchte den Zorn der schwarzen Hauptmänner. Okay, der andere Zwilling. Sein Brudi ist quasi der Oberste, ne? Schön, mehr Hauptaufträge abschließen. Einem Häuptling hervorzulocken, musst du die Entscheidungskampfaufträge ausführen. Diese Aufträge findest du in der Nähe seiner Festung. Okay, dafür müssen wir in die Festung rein. Denk dran, sieh dir die Stärken und Schwächen deines Ziels an, wenn du deinen Angriff planst. Drücke 2, um dir die Eigenschaften anzusehen. Ja, das wird er als Bruder ja wohl wissen, ne? Der hat ganz schön viele Stärken. Er leidet Schaden durch Fernkampfangriffe, er leidet Schaden durch Kampftodesstöße. Das finde ich beides sehr gut. Hass Verletzungen seines Leibwächters. Gerät in Wut, wenn der Leibwächter angegriffen wird. Gerät in Wut beim Anblick von Karagor, heißt das, stärkt ihn, ne? Und schwerer zu töten. Sprungangriff. Okay, er ist schneller, flammende Waffe. Und ist furchtlos. Geil, habe ich Bock drauf. Klingt absolut Premium, Mann. Klingt sehr, sehr Premium. Können wir jetzt seinen Bruder... Oh. Ich dachte, wir können vielleicht seinen Brudi nutzen. Fast. Gemeinsam sind wir zwei unschlagbar, was? Geh, bevor ich meine Meinung ändere. Was ist mit unserer Abmachung? Damit ist es vorbei. Oh. Na gut, dann. Ich dachte nur, dass wir... Halt! Waldläufer! Was macht er da? Oh, Junge! Wenn der Häuptling von meinem Sieg hört, wird er mich zu seinem Leibwächter machen. Und was wird mir das nützen? Ein verräterischer Leibwächter? Ich kümmere mich um einen Häuptling für dich. Und du tötest die anderen vier allein. Dann sehen wir uns am Trainingslager wieder. Ich bringe dir meinen Häuptling mit und du hast ein leichtes Spiel. Was sagst du dazu? Versuch nur diesmal nicht wieder den Kopf zu verlieren. Klar, werd's versuchen, ja. Ja, Ehrenmann. Orks. Ja.
miese, stinkende Orks. Ne? Guter Deal, einer macht er und vier machen wir, oder? Richtig fair. So, das heißt, in den Reihen der Uruks hat er wieder ihn getötet hier. Schön. Aber es ist doch auch sein Bruder. Wenn er jetzt dahin geht und aufsteigen will, indem er seinen Bruder gekillt hat, das läuft doch auch wieder nicht, oder? Ja, gut, bei den Orks ist das vielleicht auch ein bisschen anders oder bei den Uruks, aber... Also... Trotz seiner Unfähigkeit hat uns dieser Redback in der Befehlskette nach oben gebracht. Er hat ein Talent für das Scheitern. Ja, denke ich auch. Häuptling ist der Bruder, oder? Und wenn das dann nicht eine blöde... Ja, ist eine blöde Idee eigentlich, ne? Also... Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei den anders, aber höchstwahrscheinlich nicht aufprallen. Stolpern rückwärts, werden betäubt oder fallen zu Boden. Wir können hier noch nicht weiter, oder? Nicht genügend Macht. Okay, dann nehmen wir den erstmal mit hier. Sehr schön, läuft bei unseren Leveln. Sehr gut. Okay, bevor wir uns so einem Oberhäuptling-Boy stellen mit Redback, werden wir sicherlich ein bisschen was anderes erstmal vorher machen müssen. Einige Hauptmänner sind in ständige Machtkämpfe verwickelt, um ihren Einfluss zu mehren oder ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Diese Aufträge bieten dir gute Gelegenheiten, um den Hauptmann, den du suchst, in einer angreifbaren Position vorzufinden. Wenn du nicht einschreitest, werden diese Hauptmänner ihren Kampf nach einiger Zeit zu Ende bringen. Wer den Machtkampf gewinnt, gewinnt auch Macht hinzu. Okay, heißt, wir sollten eigentlich überall, wo es geht, unsere Finger im Spiel haben. Ja? Craft so Werbung schreiben, hat Talent fürs Scheitern, ja. Konsequenz heißt auch, Holzwege zu Ende zu gehen, ne? Man kennt es. Gudi, hätten wir das, als ob da jetzt noch einer steht? Oder bist du ein Sklave? Ich werde meine Rune haben hier. So. Oh, nee. Was ist denn das jetzt? Jetzt sieht er mich, weil ich die Rune nehme, oder was? Nein, hier schleicht keiner umher. So. Feierabend. Feierabend, du mieser Hund. So, Verbesserung haben wir auch noch ready. Ah ja, jetzt können wir hier ein bisschen Gesundheit erhöhen und so weiter. Das mache ich wirklich gerne. Wir waren bis jetzt zwar noch nicht in wirklich schwierigen Situationen, aber wenn ich an die Karagor und so denke, dann schon relativ belastend. Eine Gesundheit ist immer was Gutes. So, was haben wir denn im Angebot? Jetzt sei mal her. Wir haben hier unten den Häuptling. Das würde ich gerne auch nicht machen. Wir haben hier drüben haben wir Gollum wieder. Und da haben wir so einen Machtkampf wieder. Greife Krim, der Verfallene, inmitten seiner Machtprobe an. Das machen wir einfach. Oder schöner Machtprobe, Junge. Erstmal auf den Kopf geben hier. Let's go. Was soll er machen, oder? Was soll er machen? Er kann gar nichts hier mit den komischen flammenden Waffen und so. Wird platt gemacht. Duell. Okay, heißt... Einführung Blutrache-Aufträge. Blutrache-Aufträge lassen dich die Tode anderer Spieler rächen. Geh zu Blutrache-Auftrag, um den Hauptmann zu töten, der sie besiegt hat. Ja, als ob irgendwer noch aktiv das Herr der Ringe spielt. Ernsthaft? Warte, haben wir jetzt eine Blutrache-Mission? Nee, oder? Doch. Da ist irgendwer gestorben. Räche den Tod von Punkt, Punkt, Komma, indem du Gimob tötest. Geil, wir können Punkt, Punkt, Komma rächen, Freunde. Das ist einer meiner liebsten Freunde. Wir haben uns zwar ein bisschen auseinandergelebt mit der Zeit, aber was willst du machen? Ja, Duell heißt, dass wir eventuell... Jetzt ist er schon wieder hier am Angreifen, Junge. Was ist denn mit dem? Das heißt, wir können vielleicht auch zwei ausschalten, ne? Oder für unsere Zwecke nutzen. Wir gucken mal. Nö, ich habe nichts gehört, du. So, mal sehen. Krim, der Verfallene. Ach, das ist hier der Eklige. Den haben wir vorhin schon mal gesehen, ne? Den haben wir vorhin schon mal gesehen. Uruks müssen sich unter ihresgleichen beweisen, indem sie tödliche Herausforderungen meistern. Wenn sie überleben und nicht davonlaufen, erlangen sie Macht. Mische dich in die Machtprobe ein, um Saurons Armee zu schwächen. Das heißt, wir müssen ihn vielleicht auch gar nicht töten. Je nachdem, was er jetzt bekämpft, können wir ihn auch anders irgendwie, ne, ausspielen. Ja, Punkt, Punkt, Komma ist tot, oder? Er war einer der Besten, Freunde. Er war wirklich einer der Besten. Mal gucken, was er als Machtprobe macht. Karagor. Okay. Famos! Meins ist schärfer! Wie, deins ist schärfer? Was ist denn bei ihm jetzt schärfer, um Gottes Willen? So, können wir ihn jetzt ein bisschen belappen dabei, ne? Oh, guck mal. Oh, der kriegt Schaden tatsächlich. Er darf es nur nicht töten, er muss vorher getötet werden. Keine Elbengeschosse mehr. Damit können wir auch umgehen, indem wir ihn jetzt mies sabotieren. Zack! So, sehr schön. Kann ich den jetzt hier mal eben... Schaffe ich das? Nee. Ach, Mann. Ich will aber... Come on. Yes! Ach, ich raste aus. Die wollen nicht. Ich wollte ihn aber als meinen Spielgefährten haben. Und ich darf nicht. Da kriege ich so einen Halsbeil. Das ist nicht nett. Wir müssen jetzt... Ja, genau. Wie, lauf? Wieso sagt er lauf, wenn er selber rennt? Ja, Machtprobe gelöst. Ich wollte ihn aber übernehmen. Kann ich das immer noch machen? Ich hoffe. Kampfbericht. Nö, das... Ich will... Hallo? Hallo, Sir? Sir? Sir, ich möchte mit Ihnen kurz über Machtkämpfe reden. Haben Sie kurz einen Moment Zeit? Oh. Hm. Ja, er hatte keine Zeit. Er hatte leider keine Zeit für uns. Okay. Problem gelöst. Junge, ich habe keine Muni mehr. Das heißt, wir müssen das leider so machen, lieber Karagor. Und das wird uns beiden, glaube ich, nicht gefallen. Ja. Puh, wo kam der jetzt her, Digga? Auf einmal steht er hinter mir und springt mich an. Das ist alles nicht sehr nett.
Ja, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich wollte, aber der Ausgang war trotzdem noch in Ordnung für uns, ne? Das war jetzt RIP, ständig sterben alle, oder? Die guten alten Zeiten mit Punkt, Punkt, Komma, Freunde, wir erinnern uns, als wäre es gestern gewesen, ne? Dabei war es heute. So, Chance von 7%, einen Angriff mit dem Bogen ein Elbengeschoss zu erhalten. 7%? Ja, aber für 7% mache ich doch nicht mal das Menü auf, Alter, was sind denn 7%? Das da drüben ist viel interessanter. Ich will jetzt eigentlich immer noch meinen Karagor reiten. Das möchte ich eigentlich immer noch. Sklaven retten haben wir auch noch als Auftrag. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein, oder? Zack. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Waldläufer. Hab Dank. Bitte rette meine Freunde, bevor es zu spät ist. Ja, er hat sich erstmal sie hingelegt wissen nicht, hier. Wann sie den Mund halten müssen. Ist erstmal ausgerutscht, der Kollege. Danke. Hallo. Zack. Guck mal, wie hart wir die KI verarschen können. Leider nicht so hart. Okay. Schade. Lulululu, ich bin hier drüben, du siehst mich gar nicht. Null. Schöner Tritt in die Eier. Geil, an so einem Scheiß habe ich wieder Spaß, ne? Ich war einfach der geborene GTA-Spieler damals. Nur einen Haufen Kacke gemacht und geschiedet. Überhaupt nicht vorangekommen. So, hier unten haben wir jetzt die Karagor. Ich mag Karagor, weil wir sie reiten können. So, die sind aber zu weit weg, oder? Anlocken. Hello. Oh, nee. Nö, nö, nö. Nö, ich wollte... Nee, oh Gott. Oh Scheiße, das war nicht der Plan. Das war sowas von überhaupt nicht der Plan. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war über... Ach du Scheiße. Okay. Das könnte jetzt interessant werden. Und zwar vor allem für die Karagor selber. Weil ich echt nicht gut bin im Umgang mit diesen Tierchen. Ja, genau so nicht. Ab und zu mache ich aber einen nicen Ausfallschritt an die Kollegen. Die hat in mein Schwert gebissen, die Sau. Oh, was kommt jetzt? Einführung, letzte Chance. Klingt nicht so gut. Bewege das Symbol in den Kreis hinein, drücke dann die angezeigte Taste. Rechts. War das richtig jetzt? Ja, war es anscheinend. Ach du Scheiße. Nein. Uff. Oh nee. Na, Mann. Wieso ist denn der so schnell? Leertaste. Come on, dodge it. Sehr schön. Okay, aufpassen jetzt. Aufpassen. Ja, jetzt ran. Come on. Der hat doch nicht mehr viel Leben jetzt hier, die Drecksau. Komm schon. Yes. Uff. Okay, haben wir das auch mal gesehen, waren Demonstrationszwecke. Ich wollte nur ein Reittier haben. 7% ist mehr, als der Axel Voss bei der nächsten Wahl bekommt, hoffe ich mal. Das stimmt allerdings, ne? Das stimmt allerdings. So, was haben wir denn noch da oben? Das sind hier so Schätzeleien, ne? Die können wir noch einsammeln für so ein bisschen Währungsbelohnung. Da war der Hauptmann, da ist Gollum. Hier unten haben wir auch noch Machtkämpfe. Üff, ja, wir gucken uns Duell in der Festung. Da ist jetzt ein Duell in der Festung, wo auch der Häuptling ist. Ja, wie soll ich denn da eingreifen, um komplett drauf zu gehen, oder? Wir gucken uns noch Felgrad Ghouljäger an. Der klingt nämlich sehr gut. Den holen wir uns auch noch ab hier, Freunde. Schön para-para, oder? Easy game. So, die Kapuze kommt mir nicht bekannt vor. Hab den ersten Teil selber aber ewig nicht gespielt. Das ist ein Skin tatsächlich. Das ist irgendein Skin von irgendeiner Edition. Töte die Häuptlinge. 0 von 4. Ja, Alter, wie sie mich stressen, ne? Wie sie mich wieder stressen wollen. Ich glaube, die lassen wir mal vorbeiziehen. Weil da ist ein Schildträger dabei. Ich mag Schildträger nicht. Ich mag die einfach nicht. Ich kann die voll nicht leiden, weißt du. Ich kann die überhaupt nicht leiden. 7% sind mehr als 0. Siehst du, Voidlord, darum gehst du in eine Berufsschule. Darum brauchen wir Berufsschulen, als ob die da jetzt stehen bleiben. Ihr seid auch nur gesandt worden, um mich zu verarschen, ne? Einen anderen Grund haben die auch nicht, die Kollegen. Okay, wir springen mal ganz unauffällig und minutiös hier runter. Und hoffen mal, dass sie so eingerostet sind wie ihre Kollegen von vorhin. Gudi, auf zum Ghouljäger. Haben wir Ghule in Herr der Ringe? Ich glaube, im zweiten Teil hatten wir solche Viecher, ne? Oder war das bei Witcher? Ne, wir hatten bei Witcher ständig so Ghoul-Nester, ne? Junge, man bringt auch alles durcheinander hier. So, wir sind in der Nähe einer Basis. Hier wäre so eine Stealth-Mission. Muss ich euch nicht erzählen, warum wir die nicht machen, oder? Und, oh, schön hier mit dem Licht, oder? Das sieht schon gut aus. Bin ich Freund von. Finde ich gut. Hallo. Oh. Apropos ungünstiges Timing. Hallo. Und ab dafür. Finde ich gut. Tina, hallöchen. So. Die mächtige Uruks bedrohen und nötigen andere in ihrem Gefolge. Achso, ihrem Gefolge beizutreten. Sind sie erfolgreich, erlangen die Hauptmänner Macht. Heißt, wenn wir verkacken, hat er vielleicht sogar einen Leibwächter oder so, ne? Dann werden die sich jetzt kloppen und wir werden eingreifen. Geil, ne? Richtig geil. Annehmen, let's go. Wir gucken mal, was Herr Ghouljäger so drauf hat. Bin ja sehr gespannt. Immer die Lore-Fehler, oder? Oh, der hat nur Ranges in der Gruppe. Willst du mich nur verfolgen? Oder auch kämpfen? Mir ist es völlig egal. Okay. Ich werde eher sterben. Ah, sind das jetzt doch zwei Bosse? Nee, ist nur der eine. Okay, pass auf, wir schießen hier mal diese Fliegen runter.
Gucken mal. Ja, kann der nämlich gar nicht leiden, der Hund. Wusste ich natürlich. War kein Zufallstreffer oder so. Entsetzt. So, dürfte ja schon mal nicht bedeuten, dass sie sich ihm anschließen, wenn er entsetzt wegrennt. Sehr gut, Rekrutierung hätten wir gelöst. Manchmal ist so ein Lucky Punch auch, ne? Manchmal ist einfach so ein Lucky Punch. Hätte jetzt auch ihn sauer machen können, das wäre nicht so gut gelaufen. Frage ist jetzt, kriegt Schaden, aber vermutlich nicht genug Pfeile, shit. Was machen wir mit ihm? Ich würde ihn schon gerne eigentlich ganz beseitigen hier, aber, ach du, uff. Das, ja, schön die Axt in den Rücken, genau, komm her, pass auf. Ach Mann, nerviges Pack hier. So, lass mich den jetzt übernehmen hier. Haben wir, oder? Feind schlägt Alarm, funktioniert nicht so, wie ich das will. Können wir noch nicht, schade. Dann musst du dran glauben, mein Freund, und wir werden uns gleich gezielt verpissen. Schade. Ach, lassen die nicht zu hier, ne, meine Machtspielchen. Zack. Lässig. Ich mag die Executes einfach. Schön wieder Schwert in die Hand, Rune nehme ich mit, dachte ich. Ernsthaft? Okay. Auf Wiedersehen, Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß, ne, mit eurem schönen Festungsalarm. Ich hänge hier eine Runde ab, lieber. Scheiße, Mann. Okay. Auf Wiedersehen. Ich hätte gern mehr Redback-Mission tatsächlich. Ich fühle mich hier ein bisschen... Weiß nicht. Ich fühle mich hier... Hat sich etwas bewegt. Nicht so gut. Hier hat sich nichts bewegt, Mann. Was ist denn mit dir? Hier hat sich auch nichts bewegt. Oh. Nehmen die noch? Nein, ne? Nö, jetzt nicht mehr. Ja, Dr. Talion überprüft das alles, Freunde. Macht euch da keine Gedanken, ne? Alles kein Ding. Ich glaube, wir sollten echt abhauen. Das wären, glaube ich, ein bisschen viele. Ich dachte, das Feuer tötet die einfach alle. Hallo? Bitte in Ruhe lassen hier. Ich habe Joghurt im Rucksack, nicht schubsen, bitte. Meine Güte, die Orks, oder? Ach du Scheiße. Oh nö. Oh nö. Nö, nö. Nö, nö. Da, nee. Oh, ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Sergeant Stereo, hallöchen. Warum fliegen Schmetterlinge? Damit sie Nektar trinken können. So ist es nämlich. Ja, so ist es. Mit dem Fernkampf-Geisterangriff regenerierst du nur deine Geschosse. Finde ich schade. Ich wollte ihn zu meinem Buddy machen, ne? Darf ich wieder nicht. Ich darf wieder nur Leute töten, weißt du? Ich wollte ja Frieden sehen und so einen auf Sylvanas machen. Weißt du, übernimmst du alle und dann haben die eh keinen Willen mehr und müssen dir dienen. Am Arsch. So, hier bin ich sicher. Hier kann man noch Mensch sein, weißt du, in diesem Turm. Als Geist. Schön, dann gehen wir dahin, oder? Dann gucken wir mal, was Gollum und die Geschichte noch so für uns bereithält. Der arme Joghurt, eben, ne? Da denkt wieder keiner dran. Da denkt wieder, ich sag es euch absolut niemand dran, dass man hier als Waldläufer vielleicht auch einfach nur seinen Joghurt in Ruhe essen wollte. Was ist da jetzt schon wieder? Das ist mir ja alles ein bisschen zu voll, Freunde, ne? Wir gehen da mal hin. Gucke hier. Oh. Chillig. Ich mag diesen Move von oben tatsächlich sehr, sehr gern, muss ich sagen. Muss ich wirklich zugeben. So, dann müssen wir einmal um den Berg rum. Ich habe immer noch keinen Karagor. Ich fühle meinen Skill als verschwendet, muss ich leider. Ah, just a prank, boys. Ihr habt nichts gesehen. Die sind ja fucking überall. Da ist eins drin, das kriege ich aber so schnell nicht. Üff, wir sprinten. Let's go. Hat das Spiel irgendwas mit der Geschichte der Filme zu tun? Ich glaube, sehr wenig. Ich glaube, sehr wenig. Also, was ich vorhin so rausgelesen habe, auch aus euren Kommentaren, die es ein bisschen exzessiver auch schon mal gespielt haben als ich, haben wir hier wohl auch Kreaturen und Modelle, die eigens für das Spiel irgendwie mit reingeschrieben waren. Und auch eine Storyline, bei der Tolkien wohl auch teilweise in der Gruft rotieren würde. Also, es ist letztendlich ein Fangame im Sinne von, hey, in Mordor rumkriechen und mit Orks rummachen. Naja, im positivsten Sinne. Ne? Also klar, wir haben sowas wie Gollum, wir haben Sauron rumlaufen, wir haben unsere Waldläufer, wir haben Gondors Schwarze Tor und sowas, das ist schon alles da. Aber die Story ist in der Hinsicht wohl bestenfalls belastend. So, zack, wie mit diesem miesen Orkhaini hier. Schön, seid ihr happy? Ich danke dir. Du musst zurückkehren und meine Freunde retten. Ja, einfach. Sie wurden so geschunden, dass sie kaum noch stehen können. Ja, stell noch Forderungen, Digga. Ist überhaupt kein Problem, mache ich mir gar nichts draus. So, wir können unser Leben auch mal ein bisschen aufpimpen hier mit dem Kraut, oder? Steppe ich easy hin, Alter. Und pfeifen wir das schön in den Nüschel rein. Sehr schön. Gesundheit ist dabei. So, hey, unten links unsere Anzeige, ne? Soll ca. 60 Jahre vor Frodos Geschichte spielen. Okay, also wir haben eine Eingliederung. Joghurt Saron. Aber wie es so ist, ne? Wie es so ist. Schön. Schlachtet Orks, scheiß Alideabo. So ist er, ne? Jetzt aber auch eine Erinnerung. Dieses Geschöpf mit dem Namen Gollum wird von dem Geist angezogen, den es leuchtender Herr nennt, also unser Elbengeist. Dein Schicksal scheint mit seinem verstrickt zu sein. Na, schauen wir mal an, was er wieder macht, der Kollege, ne? Ein Schädel, Knochen. Okay. Zeig mir noch einen
Beide einfach ultra Bock. Ollum, Ollum. Nice one. Krass Bierschiss. Schön machst du das. Perfektes Kletterwetter. Messner freut sich. Schon erregend, wie eingeölt Gollum aussieht, oder? Schon sehr hot. Folge Gollum. Folge uns, leuchtender Herr. Wir gehen zu den Schätzen. Ja, die Schätze. Beim letzten Mal gab es keine Ochse. Sie sprießen aus dem Boden hervor. Ja, habe ich auch so ein Gefühl. Aber krass, wie ihre Fackeln halten, ne? Läuft bei denen auf jeden Fall. Gestern Heimat Harzkanal auf dem Video, das Video geschaut. Guten Job gemacht, dankeschön, freut mich. Freut mich, freut mich, freut uns. So, Gollum, ich muss dir folgen, ne? Du musst vorgehen eigentlich. Nichts. Was war denn das jetzt? Kurz mal, nö, weitergehen? Nö, erstmal singen, Bruder. Garstige dort oben. Tötet sie. Durch Kopfschüsse, okay. Aim Gott, Junge. Der Herr bringt uns zum Schatz. Wir zeigen es ihm. Wir zeigen es ihm und er belohnt uns. Diese Singsang-Scheiße. Da ist noch einer. So, da kommt er gerade. Bam, Junge. Den leuchtenden Herrn, den edlen Herrn. Er riecht gut wie Fisch an der Luft. Aber der dreckige, diebische Waldläufer kommt mit. Dreckiger Waldläufer, er riecht, er stinkt, er tut uns weh, er bestiehlt uns wie Beutlings, Beutlings. Nicer Battle Rap auf jeden Fall. Er zeigt ihn uns, dann nehmen wir ihn. Er zeigt ihn uns, dann stiehlt er ihn. Nein, nein! Wir nehmen ihm den Schatz. Wir nehmen ihn. Oh, spitzer, spitzer Stein. The fuck? Aber nicht wehtun, nicht wehtun. Braver, spitzer Stein. Führe uns, leuchtender Herr. Battle Boy Gollum. Wir warten hier auf euch. Ja. Kann ich das Lied nochmal hören, wie gut ich nach trockenem Fisch rieche und so? Ach man, zieh aus, 12 Monate, Digga. Vielen, vielen Dank. Hoffe ich auch, dass du ein schönes Wochenende hattest. Vielen Dank für deinen Support. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da ist erstmal wieder so ein Türmchen. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir haben eine Menge Grog, den wir zum Explodieren bringen können. Das ist auch sehr schön. Ben ist auch da. Ich grüße dich, mein guter Hallöchen. Ich weiß nur gerade nicht genau, was hier jetzt Phase ist. Türmchen, da sind irgendwelche Spuren. Lunzen wir da erstmal rein, hier sind verdächtig wenig Orks. Dein Freund scheint uns allzu gern in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist jede Gefahr wert. Oha. Adoptivkind, ne, hat eine Spur zu den Eltern gefunden hier. Der leuchtende Herr, Alter. Man weiß halt nicht, wo man sein wird, wenn er das Acid kickt, ne? In Herr der Ringe, in Mittelerde. Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, jetzt ach nee, hier ist ja wirklich was, guck mal. Der Rest, Alk, am Morgen, wenn man zu schnell aufsteht. Das ist so ein intakter Geisterturm. Nice. Wie so eine Letterwerbung oder so. Und da kommt die Bärenmarke. Sauron. Welch ein edles Geschenk. Ein Geschenk. Doch wo ist mein Schatz? Let it go. Let it go. Was nutzen uns diese Träume?
Sie geben uns keine Antworten, nur weitere Fragen. Das sind nicht bloß Träume. Mit jeder Vision wird meine Macht noch stärker. Steht viel Grog rum. Dort die gleich wimmeln. Wow! Okay, das sind vermutlich Ghule. Oh, ihr seid verfickt hässliche Bastarde. Um Gottes Willen. Ja, we got a deal mit den Ghulen. Okay, die sind aber zumindest One-Hit. Ach du Scheiße! Wow, 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 what the fuck? Wait. Boom! Holy fuck! Fähigkeit freigeschaltet, Geisterblitz. Holy shit, Mike Kinjo, 5 Monate, vielen Dank. Vielen Dank. Was sind Töpfen, mein Herr? Kartoffeln, schöne Sache. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Geisterblitz, rufe einen gewaltigen Blitzschlag herbei. Wie geil die Ghule da gerade alle brutzeln, ne? Der Uruks verletzt und betäubt, sowie Ghule tötet. Sollte deine Trefferserie voll aufgeladen sein, drücke R, um den Geisterblitz zu aktivieren. Ja, R wie Geisterblitz. Auf deine Trefferserie nach 8 aufeinanderfolgenden Treffern wird die Anzeige der Trefferserie rot und dein Schwert beginnt zu leuchten. Okay, wir können R drücken. Drücke R. Zack. Oh, cool. Das ist cool. Okay, das heißt, ich muss jetzt nur schaffen, diese Trefferserie aufrechtzuerhalten. Oh, okay, schon verkackt. Schon verkackt, I'm sorry. Wir machen das mit dem Feuer nochmal. Da zählt, glaube ich, auch ganz gut rein. Ach du Scheiße, Junge. Familientreffen, ne? Und die erste Pulle Alk wird geöffnet. Zack. Und einmal hier. Okay, das war jetzt vielleicht wasted für die beiden. Aber wollt ihr mich verarschen? Die kann ich doch unmöglich alle töten. Wie soll das denn gehen? Ausweichrolle, Schlag oder was? What the fuck? Come on, nicht mehr viele, nicht mehr viele. Yes, Geisterblitz, come on. Bam, erinnert mich mega, liebe Freunde von den alten Schlacht- und Mittelerde-Teilen, an Wort der Macht von Gandalf, ne? Das war auch immer so ein mega nicer Spell. Nächster Geisterblitz, zack. Yo, die Range ist mir deutlich zu klein, muss ich zugeben. Alter, was geht denn? Was geht denn? Was haben die entfesselt? Gollum, der Pisser, ne? Der wusste doch ganz genau, was hier abgeht. Kann doch keiner erzählen. Das ist hier der Oberghul. Ne, hier haben wir nochmal einen Grogfass. Zack, come on. Ah, sehr schön. So, da sind die letzten Heinis, die hier ankommen. Uff, das war unerwartet. Boah. Was für Bastard. Hast du auch die DLCs? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Gollum ist die Stimme von den drei Fragezeichen. Auch leider nie gehört, ne? War immer voll der Alf-Hörspielboy, so. Heftig. Heftig, heftig. Auch nach Helms Klamm, ne? Wetter passt. Wetter passt auf jeden Fall. Ach, Mann. So, zu früh gedrückt, aber ja, er ist zwar nicht durch und durch böse, aber viele Aktionen sind halt alles andere. Er ist lustig, lassen wir es einfach dabei. Ja, kann man so stehen lassen. Er wird uns bei der ersten Gelegenheit an die schwarze Hand verraten. Er mag den dunklen Herrscher nicht. Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes. Ich kann es spüren. Oha, ich spüre es in meinem großen Zeh. So, wie haben wir denn? 150 nur. 9 Fähigkeitspunkte. Schließe Machtkämpfer ab, jagt auf Haufmänner. Ja, mehr Macht zu erlangen, macht Sinn, ne? So, jetzt können wir hier in die Reihe. Cool. Kritische Treffer. Verdoppelt den Anstieg der Trefferserie bei gut aufeinander abgestimmten Angriffen. Okay. Letzte Chance Todesstoß. Endgültigen Todesstoß während einer letzten Chance zu landen. Oh, okay. Das heißt, wenn wir richtig verkackt haben, können wir direkt mit dem Todesstoß kontern. Das ist natürlich auch mega. Gift. Gift in die Grogfässer geben. Oh, das ist auch gut für Festmäler. Ne, das ist alles gut. Wurfdolche. Das ist nicht gut, werde ich original nie benutzen. Warum sollten wir Dolche werfen, wenn wir einen Bogen haben, Alter? Habe ich nie verstanden. Theorisieren. Feuchteinflößende Schleichtötung. Junge. Captain Levi lässt grüßen. Was war das denn? Erhöht die Trefferserie und lässt Gegner in Feucht fliehen. Ich finde gerade den kritischen Treffer eigentlich am interessantesten. Ich meine, letzte Chance, Todesstoß ist auch nice, aber wir sind ja effektiv nur bei Karagor bis jetzt in der Situation gewesen. Nehmen wir das auf jeden Fall mit. Wir werden ja fucking alles mitnehmen im Endeffekt bestimmt. Das war sehr, sehr lässig. Wait, wir müssen aber nochmal gucken mit dem Karagor. Angriff von Karagor zu kontern, mega wichtig eben. Und vielleicht haben wir auch irgendwo Schattenangriffe festnageln. Weil hier kriegen wir bestimmt auch die Möglichkeit, dass wir Karagor dann direkt hier... Ja, Schattenangriff, dass wir direkt aufmounten können. Das ist das bestimmt, ne? Genau, das wäre heftig. Und hier können wir auch so einen Grauk quasi dann reiten. Alter, das ist schon saftig, ne? Das ist schon relativ saftig. Erstmal Knochenschild. Genau so. Okay. Ich brauche mehr Punkte, Freunde. Wir brauchen mehr coole Fähigkeiten.
Als ob hier jetzt einfach aus dem Nichts Orks spawnen, Alter. Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Hier war doch ein Türmchen, genau, meine ich doch. Da gehen wir mal schnell hin, dann haben wir bestimmt neue Kämpfe, neue Missionen. Aber cool, auf jeden Fall. Finde ich cool auch, dass sie jetzt nicht hier immer direkt irgendeinen Ork schicken, sondern jetzt hatten wir hier die Ghule direkt mit einem neuen Fähigkeitstutorial. Sehr, sehr smooth auf jeden Fall. Weil so dann nach 3 Stunden immer denselben Ork-Hauptmann töten, ist natürlich etwas Fahrt mit der Zeit. Ne? Insofern, nice Stories, Digga. Turm erneuert. Let's go, let's go. Mein mir ist hier unbekanntes gut. Haus der Elben. Ist dies nun mein Erbe? Hallöchen. Das Erbe, das unbekannte Haus, hieße. Das unbekannte Haus. Wir haben da auch so ein Artefakt. Wir können ja mal so ein Artefakt noch ausgraben. Die bringen ja auch die Punkte, können wir ja machen. Ithildin? Das war ein Ithildin. War das hier wie diese, nicht Helmsklamm, wie diese Moria-Inschriften hier? Sprich Freund und tritt ein. Sieht so aus wie so eine Rune, ne? Wir holen mal so ein Artefakt und dann haben wir... Ne, da unten war der Häuptling, da oben hätten wir noch was. Ein Überfall. Okay, und hier ganz links auch, bis wir hier die Map auch fertig haben. Die eine Wahrheit. Boah, dann gehen wir da vielleicht erstmal hoch. Da können wir dann noch Sklaven retten. Ey, so viele Optionen hier, das ist richtig erschlagen, wie in Questen von Nochmoda. Die Dolche sind gut, weil du die Dolche ohne Kosten werfen kannst, die automatisch treffen. Und Trefferserie aufbauen, okay, das ist natürlich interessant. Das macht die natürlich erstmal ein Stück weit interessant, das stimmt wohl. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. So, da unten ist das Artefakt, das ist nicht so weit weg, ne? Hab nur ein bisschen Schiss, wollte ich sagen. Dass nicht das Weite das Problem ist, sondern das Nahe. Kann ich den von hier oben wegsnacken? Kommt der hier ran so weit? Nee, ne, da ist auch noch irgendeine Mauer dazwischen. Dann komme ich hier doch jetzt auch gar nicht rum. Dann müssen wir da sowieso rumlaufen. Ah, das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Oh! Alter, du kannst doch nicht da meinen Buddy treten. Auf Wiedersehen. Die müssen wir nämlich auch retten hier, die Kollegen. So. Danke. Danke. Bitte, schöne Bitte Schaufel. Hilf mir, meinen Bruder zu befreien. Nein. Er ist viel zu stur, um für diese Orks zu arbeiten. Ja, wie kann man da zu stur sein? Dann bist du halt tot. Das ist doch nicht stur, Freiheit. Das ist nur bescheuert. Das ist halt nur dumm. So, Wallhack ist wieder da. Hallo. Haben Sie einen Moment Zeit, um über Dolche zu reden? Nein, ist okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Die haben oben auch einen Bogenschützen, glaube ich, gerade getriggert. Den habe ich eigentlich nicht so Bock. Aber at least keine Festung. Heißt, sie können nicht Alarm schlagen. Auch schon mal viel wert ist. So. Zack, Junge. Einmal saftig hier. Genau ins Herz. Oder als wäre es noch Valentinstag. Den ziehen wir auch schnell weg. Und euch können wir doch hier mal mit dem Feuer... Oh, verkackt. Zack. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt immer nicht, wie viele wir gerade jetzt getriggert haben hier im näheren Umfeld. Da hinten stehen nämlich auch schon wieder die nächsten bereit. Die jetzt auch ankommen. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem hier. Weiß irgendwie nie, wie viele gerade in der Nähe sind, Junge. Zack. Einmal schön in die Schulter getippt hier und Bein verloren. Tolle Sache. Noch mehr, okay? Ach, das ist immer das Problem, ne? Willst schnell mal die Patrouille aus dem Weg räumen am Arsch, Junge. Einfach am Arsch. Uff. Uff, wir gehen erstmal zum Range, würde ich sagen. Mal saftig hier schön aufs Schwert gezogen. Wie viele Pfeile habe ich noch? Einen noch. Können wir dich doch bestimmt mal hier solide wegheddern. Hätten wir den Kollegen auch. Und dich können wir hier jetzt auch einmal saftig massakriert. Noch mehr. Alter, oh, da hinten kommt auch noch eine Patrouille. Oh, nö, Leute. Nein. Nein, wir sollten in Mordor, glaube ich, nicht jeden random Ork einfach brutal massakrieren. Wir verstecken uns jetzt. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich will nicht mehr. Lass mich. Alter, die Axt, die da gerade durchs Bild geflogen kam, die sah auch nicht so sahnig aus. So, bin gar nicht mehr da. Ihr seht mich nicht. Ich bin ein Geist. Toll. So, wir fremden Leuten immer Messer andrehen. Ja, man muss ja auch irgendwie, ne? Irgendwie muss man ja sich über Wasser halten. Hier als Waldläufergeist und so. Ich hoffe einfach, die resetten jetzt. Ich hoffe, die haben jetzt keinen Bock mehr auf uns, ne? Das wäre da auch schön. Nächstes Jahr Valentinstag direkt ins Herz, oder? Ach, Mann. So. Seid ihr jetzt ruhig da unten? Wir haben sie jetzt ein bisschen aufgedröselt, ne? Da oben hätten wir auch noch so ein Fliegennest zum Runterschießen. Ich wollte halt gar nicht kämpfen, ne? Ich wollte nur den einen wegzimmern und den Sklaven befreien. Irgendwie, das ist nicht dein Ernst. Unmöglich, euer Ernst, dass hier jetzt überall welche stehen. Da laufen auch schon wieder welche lang. Och, nö. Och, nö. Nö, ihr seht mich gar nicht. Ich bin unsichtbar. Ich bin ein Geist. So, ich will nur mein Relikt holen, Alter. Das ist halt nicht mal eine Side-Mission. Das ist nur irgendein Relikt, Mann. So, geht doch. Geht doch. Geisterwelt, Relikt bitte. Schön. So, hat er gerade Höhlensohn gesagt? Diese Artefakte enthalten Erinnerungen an Mordor. Benutze die Maus, um nach der Erinnerung zu suchen und drücke dann X, um sie zu enthüllen. Okay. Ne, so vermutlich nicht. Ah, mit Drehen. Okay. Hört ihr das? Der Gasschlauch ist locker. Ist eine Schlange in dem Buch drin. Wie sieht denn eine Erinnerung jetzt aus? War irgend so ein Punkt, ne? Wir folgen mal dem Sound.
Ah, hat funktioniert. Okay. X. Sprich es ruhig aus. Fëanor. Fëanor. Warum zwingst du mich dazu, Hirgon? Daran bist nur du allein schuld. Du hast mich angefleht, dir die Wörter in meinen Büchern beizubringen. Das bereue ich jetzt. Welchen Nutzen hat die Schrift hier in Mordor? Hier, sieh dir das an. Eine Nachricht für dich. Meine Liebste. Sei mein Leib? Versuch es noch einmal. Leib? Oder Weib? Weib? Ja, Hirgon. Ich bin dein. Das war in höchstem Maße einfach nur verstörend. The fuck? Die Waldläufer Gondors sind nicht nur mächtige Krieger, sie erledigen auch eine ganze Fülle von Aufgaben im gesamten Königreich. Je nachdem werden Waldläufer gerufen, um als Vermittler, Richter, Ärzte oder gelegentlich auch als Lehrer zu dienen. The fuck? Es ist bekannt, dass Waldläufer Lesefibeln bei sich tragen und dass sie bei ihren Aufenthalten in Dörfern, in denen es kaum Möglichkeiten gibt, etwas zu lernen, ein paar bevorzugte Schüler auswählen, um ihnen das Lesen und Schreiben beizubringen. Ja. Wir haben gerade erfahren, warum... Na, okay. Alles klar. Ne? Hat nichts mit Sex zu tun. So. Tolles Relikt. Hat sich mega gelohnt. Bin voll der Freund davon. Guti, wir wollen lieber wieder kloppen, statt Relikte zu sammeln. Aber vielleicht haben wir noch eins auf dem Weg. Wenn wir hier jetzt hinreisen, dann ist da so eine Inschrift. Die gucken wir uns auf jeden Fall auch mal an, würde ich sagen. Dann haben wir da noch ein Artefakt. Dann haben wir hier noch wen zum Befreien. Und da oben geht Gollum weiter. Das gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Bin Freund von der Gollum-Story. Die ist so herrlich bescheuert. Wir gaben den Ausgestoßenen die Möglichkeit, Mordor zu verlassen und das sichere Gondor zu erreichen. Und wir können den Blick unseres Feindes auf uns lenken. Solange sein Blick auf uns gerichtet bleibt, können wir Zeit für Mittelerde gewinnen. Yay, Zeit für Mittelerde. Du kannst nicht lesen, ja, du lernst es auch nicht mehr. Zack, execute. So ein Antrag ist echt mäh. Ich weiß gar nicht, ob es ein Antrag war. Vielleicht sollst du so ein bisschen so joke-mäßig, ne? Guck mal, was da steht. Lol, steht bitte für meine Frau. Lolol, ich weiß es nicht. Dahinter haben wir auch einen Anführer random. Hallo? Rasch. Rasch, der Verleugner. Okay, der verleugnet vermutlich, dass er bald tot ist. Guter Mann. So, hier muss irgendwo so eine Inschrift jetzt sein, oder nicht? Wir stehen da genau drauf. Unter der Brücke? Mal gucken. Mal gucki, mach ich. Ah ja, gucke, das sieht so aus, ne? Das sieht so aus. Aufsammeln. So, was war das jetzt? Hier, Gelaie Mordor. Okay, das ist so eine Inschrift tatsächlich, ne? Wie ich meinte. Okay, damit füllen wir jetzt quasi so ein... Oh. Da fehlen einige Teile auf jeden Fall. Damit füllen wir dann so einen Torbogen und erhalten dann wieder irgendeine coole Info, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Aber ja, du... Das ist Ithildin, Sternenmond. Ja. Es wurde aus Mithril geschmiedet und trägt die Erinnerungen an alte Zeiten in sich. Das Wissen darin kann gut oder verdorben sein. Toll. Ja, entweder ist gut, ne, oder du bist verdorben, Digga. GG. Solide 50-50 Chance. Ganz tolle Sache. Mithril kenne ich original auch nur aus Mithril-Hemd, ne, von Frodo, was er dann bekommen hat. Ja, ich bin so gebildet, ne, bin voll der Tolkien-Leseboy. Guck mal, das geht hier so gar nicht, mein Freund. Sag mal, so ein bisschen Wissen vermittelt hier. Das Gehirn mal gefüllt. Mit Dolch, ne, mit Dolch, Digga. Läuft. Irgendwie ist das sehr creepy, war es wirklich auch diese Geisterstimme dazu, ne. So, ich will gar nicht wissen, was sie beim nächsten machen, was da für eine Erinnerung gespeichert ist, weißt du. Das will ich mir lieber gar nicht ausmalen. So, da oben müssen wir die Kollegin retten. Was ist das, irgendein Belagerungsturm oder so? Wir gucken uns das genauestens mal an. Wir gucken uns das an. Wie romantisch, oder? Es war einfach nur wunderschön. So, so cute. So fucking cute. Nur Zeit, Notizen zu machen. Geil, ne? Richtig, richtig. Schön. Ich kenne nur Waldläufer, die mit Bogen und für die Königin kämpfen, aber kein Lehrer. Ja, siehst du mal, ne? Alle deutlich unterschätzt hier. Schöne Sache. Oh, der Regen. Das sieht schon gut aus hier. Die Pflanze da jetzt weniger. Aber so mit dem Regen, unser nasser Umhang. So, unser Wet Ass. Die Gefallenen. Diese Sklaven werden dafür bestraft, dass sie vor Erschöpfung zusammengebrochen sind. Rette sie vor ihren Peinigern. Ja, was soll das auch, oder? Das ist aber schon jetzt relativ antideutsch. Da muss man auch mal sagen, für meinen Betrieb ziehe ich in den Krieg, oder? Rente nicht mehr sicher. Man erarbeitet eigentlich nur irgendwie Geld für die Erben des Chefs. Ja, da muss man auch mal weitermachen. Das ist doch Motivation. Stellt euch mal vor, ihr würdet in eurem Job jetzt irgendwie zusammenbrechen oder eine Woche ausfallen. Dann könnte sich die Tochter des Chefs vielleicht keinen vergoldeten Haifisch für ihr Waschbecken leisten. Das ist doch keine Art und Weise. Nee, da müssen wir was gegen machen. Da müssen wir was gegen machen, Freunde. Das geht so ja gar nicht. Also zusammenbrechen, für mich ein No-Go, ja. So, rette die Sklaven, eliminiere Uruks durch Schleichtötungen. Ich schätze mal, die töten die ihm, wie in so einer guten alten Spider-Man PlayStation 1 Spielversion, wenn wir zu laut sind, ne. Das heißt, wir nutzen mal den Regen. Und hoffen auf rege Beteiligung, oder? Ganz klar.
Ich bin nicht im Tolkien-Universum, was ist sie, wer ist dieses oder was ist dieses Erschöpfung? Ich kenne ihn auch nicht, Mann. Ich kenne ihn auch nicht. Deswegen eben mein Random Rant, weil ich nicht verstehen kann, wie man so sein kann. Ja, dass man hier zusammenbricht. Ich denke, die Uruks haben auch gute Arbeitsbedingungen. So. Das sind ein bisschen viele. Ich habe dolle Bock, das Feuer zu springen. Ich bin aber eben der Meinung, dass sie die killen, ne? Das ist so ein bisschen mein Problem gerade dabei. Deswegen werden wir jetzt einfach Folgendes machen. Wir zünden da das Feuer. Und dann zünden wir hier so ein paar Header. Also, nee, der wackelt. Der hat gewackelt. Das ist unfair. Wackeln ist aber gar nicht nett. So, pass auf hier. Einmal, zack, auf Wiedersehen. Und ein Kumpel hier nehmen wir auch gleich mit. Und jetzt sind sie wach geworden, ne? Aber nicht richtig. Dann können wir hier vielleicht erstmal... Kann ich den erstmal befreien hier, bitte, so? Mit Messer einmal durchschneiden, die Marien. Darf man in 2019 noch Sklaven sagen? Deiner Schuld. Gute Frage. Was ist denn mit dem jetzt? Hallo? Hallo? Es ist aber auch nicht nett jetzt hier. Was ist... Hä? Ja, du einmal kurz. Gedärme Cookie, ne? Erschöpfung ist, wenn ich Treppen hochgegangen bin. Oder wenn eher ich halt, ne? Ja, das sagt mir was. Das sagt mir was. Aber doch nicht von guter, harter Arbeit im Steinbruch, oder? Das ist doch einwandfrei. Gut, sie bringen die nicht um direkt. Das heißt, wir können uns hier eigentlich austoben. Weil ich glaube, dass Sklavenbewachung, das ist jetzt keine Häuptlingaufgabe oder so. Wenn du deine Beine nicht benutzt, sollte ich sie dir wohl brechen. Ja, die sehen so lecker aus. Die brauchen sie doch nicht. Schön. Der nächste. Wer will nochmal... Oh, wollte er gerade Verstärkung rufen oder wollte er nur auf Fernkampf wechseln? Okay, das Problem ist vielleicht nicht der fehlende Häuptling, sondern die Anzahl der Gegner. Ih, da stehen auch schon wieder Range-Hinies dabei. Okay, könnte vielleicht nicht schlecht sein, in Zukunft auf die Empfehlung zu hören mit Schleichtötung und so weiter, ne? Weil, lässige Drehung. Das könnte hier schon wieder böse enden, habe ich so im Gefühl. Und zwar nicht unbedingt für die Orks nur. Üff, mal gucken. So, Executes werde ich mir klemmen können. Weil das eigentlich zu viele sind. Da werden wir hier nicht irgendeine Bodenhinrichtung durchbekommen, glaube ich. Da muss ich mich jetzt auf Dodgen und Parieren konzentrieren. Nicht mal das kriege ich richtig hin. Komm, weg mit dir. Zack, einwandfrei. Zu Boden. Den Range da hinten, den müssen wir halt im Auge behalten. Der Mison, die brechen halt auch unsere Attackierungsketten hier, wo wir dann die Executes und so hinzaubern können, wenn wir da nicht aufpassen. Oh! Du hättest nie nach Mordor kommen sollen, Tag. So viel dazu. Okay, der kriegt Schaden. Das ist ein Range-Boss jetzt. Oh, inmitten von den allen hier, oder was? Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Oh, shit. Oh! Das war cool. Doppeltes Parieren macht unser Elbenfreund mit hier. Sehr, sehr cool. Okay. Zack, come on, Trefferserie. Come on. No. Oh, oh. Oh, oh. Der macht anscheinend ein bisschen zu viel Schaden. Kann das sein? Kann das sein? Pfeil gebrochen, Junge. Was los? Zack. Ach du Scheiße, das wird gar nicht lustig hier. Das wird gar nicht lustig mit den Range-Hinies, wie angekündigt. Bogenschützen greift an. Nein, Mann. Lebe mit dem Wissen, dass du geschlagen wurdest. Nein, Mann, damit lebe ich nicht. Damit lebe ich einfach nicht. Der ist jetzt bestimmt super schnell oder so. Doch? Was denn jetzt? Wir werden dich zerfetzen. Da fuck? Verstehe gerade nicht, was hier abgeht, Freunde. Die verarschen mich, die Orks. Die verarschen mich. Oh Gott, jetzt werfen die ihre Äxte, Mann. Oh nee, ich will doch nur den da oben schnell mal holen. Come on, come on, come on. Der hier hat uns nämlich die ganze Zeit belappt hier. Ja, einmal schön freier Fall. Ja, guck doch doof, ne? Habe ich noch Munition? Das ist keine Feuerstelle, kacke. Ja, ihr kriegt mich nicht. Lululul, ihr kriegt mich nicht. Kann ich mich jetzt da nicht runterstürzen? Geht nicht. Ach, Mann. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, eine scheiß Situation gerade. Aber so ein bisschen irgendwie doch schon. Wir stürzen uns nochmal rein. Jetzt haben sie keinen Ramp mehr, oder? Der Häuptlingstyp ist abgehauen. Kann das sein? Ich hoffe es einfach mal. Bisschen langwieriger Fight gerade, ne? Wir sollten vielleicht noch ein bisschen mehr auf Stealth gehen hier. Weil wenn uns diese Häuptlinge so aus dem Nichts auch überraschen können, ist halt absolut... Nicht schon wieder. Nicht schon wieder, bitte. Ist halt absolut ungeil. Wir müssen jetzt dringend richtig parieren. Da ist er wieder aus dem Nichts gekommen. Was ist mit dem? Dies wird kein ehrenhafter Kampf. Eher ein Gnadenstoß für ein verendendes Tier. Er ist jetzt abgehauen, hat's gereckt und kommt jetzt wieder, wenn ich low bin? Du bist ein ganz schöner Pisser, Alter. Nee, was soll das? Alter. Leckt mich, Leute. Was ist denn mit denen? Ich regge halt auch kein Leben, ne? Das ist halt einfach nur richtig uncool gerade, was sie machen mit mir. Das ist einfach nur uncool. Ich will euch resetten. Nö, hört auf mich zu chasen. Verpisst euch. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Ah.
Wieso spawnt er Craft Mut? Ich feierte den jetzt, Mann. Guck dir mal mein Leben an. Guck dir mein Leben an, den Trümmerhaufen. Oh nee, der kommt einfach mit. Geht weg jetzt. Ich regge nicht automatisch. Nee, ich müsste jetzt irgendein Kraut finden. Da ist eins. Da ist eins. Schnell, come on. Batman. Batman. Nimm es. Nimm das Kraut jetzt. Oh, okay. Okay. Runde 2. Man sagt, dass man einen Bogenschützen im Nahkampf einfach Runde 2. Okay, die labern wieder. Sie haben uns bereits vergessen. Sie haben das Gedächtnis eines Erdmännchens. So, das heißt, wir können bei dem noch jetzt bestimmt mal hier richtig schön eröffnen. Nee, der ist schon wieder woanders. Ach Mann. Ich wollte ihn jetzt komplett wegstelzen, den Penner. Wo warst du vorhin? Auf der Go Dream zeigt's ihn. Manchmal sollte man lieber abhauen, ne? Auch so im Gefühl. Hast du irgendwas Gutes gefunden? Um Gottes Willen. Hier stehen noch mehr Schmerzen. Ich weiß nicht, wie wir es am besten machen. Wir smacken ihn erstmal weg hier mit seiner Fackel. Hoffen dabei nicht entdeckt zu werden. Und hoffen jetzt, dass keine Bogenschützen nachgespawnt sind. Dann könnten wir den nämlich alleine bestimmt ganz gut fighten. Und du kannst sterben, wenn ich mit dir fertig bin. Ach, das macht er beides nicht. Pass auf, wie du miese Ratte. Nein! Das ist einfach mein persönlicher Endgegner, der Wichser. Ach, come on. So, solange noch keiner da ist, schön hier ein bisschen Trefferserie aufbauen. Den parieren wir. Weggestoßen. Weiter auf den. Come on, sehr schön. Zack, jawohl. Reingestochen. Gleich execute hinterher. Come on. Yes. Ah, sehr gut. Sehr gut. Schön. Das war gut. Das war gut. Dodge. Okay. Wird was. Ohne hunderte Leute nebenbei mit draufschlagen, wird das was. Jawohl. Sehr schön. So. Okay, weiter. Nächsten, come on. Zack. Yes. Das sieht gut aus. Den natzen wir weg, den Pisser. Ah. Ja, ein bisschen Taktik, ne? Mit bisschen Taktik kann das funktionieren hier. Sehr schön. So, und ihr haut ab, weil euer Häuptling tot ist. Oder ihr selber tot seid. Gut. War Sklavenrettung mit Hindernissen, könnte man mal kurz so nennen. Den mit der Fackel killen ist am unauffälligsten. Warum ist es plötzlich so dunkel, ne? Warum ist es denn plötzlich so dunkel hier? So, jetzt retten wir euch noch. Was by the way die ursprüngliche Mission war. Danke. Einer nur noch. Schön. Guck mal, Bonus-Ziel ist auch fertig, ne? Eliminiere 5 Uruks mit Schleichtötungen. Wir haben zwar so an die 40 gekillt gefühlt, aber... Ja, Bonus-Ziel ist da. Schön. Sklaven gerettet. Hat gar nicht lang gedauert oder so. Super, haben wir. Nice one, Fähigkeitspunkt. Einführung ausgestoßener Rettungsaufträge. Durch das Abschließen von ausgestoßenen Rettungsaufträgen ist es eher wahrscheinlich, dass Ausgestoßene dir helfen, indem sie dir Informationen über Hauptmänner bringen oder sich gegen ihre Peiniger wenden. Okay, die meine können Füße uns auch Infos spüren, geben. Doch ich finde schon die Kraft zu fliehen. Danke, Waldläufer. Jo. Kein Ding, Bruder. Mach's gut. Dankeschön für deine nicht gedroppten Infos an dieser Stelle. Wir haben noch einen Punkt. Theorisieren. Ich fand letzte Chance Todesstoß halt mega interessant. Das hätte uns gerade locker auch mega geholfen. Wie auch immer wir dann in dem Moment da oben den Bogenschützen besiegt hätten. Aber naja, soll nicht unsere Sorge sein, ne? Soll nicht unsere Sorge sein. Als nächstes kommt das neue Far Cry mit Bolias. Werden wir anfangen demnächst. Aber Horror vermutlich erstmal nicht, aber Far Cry war ja auch auf jeden Fall Boss. Hat mega viel Spaß gemacht, freue ich mich auch sehr auf den Teil. Wir können uns jetzt noch das Artefakt da oben holen, wenn wir schon mal hier sind. Hier sind eine Menge Artefakte auch, ne? Ja, so viel wollte ich eigentlich gar nicht abgrasen. Da hätten wir dann aber den Überfall. Dann können wir jetzt eigentlich wirklich hier mal so ein Dreieck laufen und dann da zum Turm. Boah. Und währenddessen kommen locker wieder tausende Nebenmissionen auch auf uns zu. Naja, wir gucken mal. Wir checken das mal. Wir müssen ja auch gucken, wie die Geschichte weitergeht. Wobei das locker in sich geschlossen sind bei den Artefakten. Mal sehen. Warum kein Horror mehr, war voll witzig, euch zuzuschauen. Ja, wenn du dann Dead Space 4 und Resident Evil schon durch hast, dann weißt du ja, dass wir da jeder ungefähr 10 Jahre unseres Lebens durch die Schockmomente verloren haben. Insofern, also mir reicht das. Mir reicht das. So, nächstes Relikt. Mal sehen, was wir haben. So, Mörser und Stößel. Oh, Junge. Dieses Artefakt ist ein außergewöhnlicher Fund. Aber so was von, oder? So was von. Sveini, Hallöchen, grüße ich. Das undatiert vielleicht bis ins zweite Zeitalter zum großen numenorischen Einfall zurück, in dem der dunkle Herrscher Sauron sich absichtlich in Gefangenschaft begab. Es wurde wahrscheinlich von Heilern dazu verwendet, Wurzeln und Kräuter für die Herstellung von Umschlägen und Salben zu zerreiben, die notwendig waren, um eine Armee relativ gesund und munter zu halten. Ja, das ist spektakulär, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo ist hier mein Erinnerungspunkt? Wo wird das lauter? Hier? Boah, das ist gar nichts für mich, ne? Da oben? Ah, gucke. Die ersten Boten sind im Lager eingetroffen. Sie berichten von nur wenigen Verlusten. Wir haben den gegen uns marschierenden Streitkräften von Mordor einen herben Schlag versetzt. Yay. Hoffentlich ist das nicht bloß Geschwätz. Hegadorn, habt ihr Neuigkeiten?
Sie sagen, wir hätten einen monumentalen Sieg errungen. Du wirst dein geriebenes Königskraut nicht brauchen, mein Freund. Nur wenige von uns wurden heute verletzt. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude. Sie sagen, der goldene König hat einen besonderen Preis mitgebracht. Sauron höchst selbst in schwere Ketten gelegt. Ja. Ne, das ist bestimmt gar nicht seine Absicht gewesen, wie wir gerade erlesen haben. Okay, schön, tolle Erinnerungen hier mit Mörser und Stößel. Großartig, vielleicht finden wir auch mal irgendwie ein Hobbit-Dildo oder so. Da weiß ich aber nicht, ob ich das abspiele. Ich habe an der Grenze Mordors verbracht und hielt das Land für tot. Ich ahnte nie, welche Geheimnisse es bewahrt. Das Land der Schatten erwacht aus seinem langen Schlaf. Es hält noch viele Geschichten für uns bereit. Ja, Geschichten. Geil. So, da oben ist noch eins, dann nehmen wir... Da ist auch wieder wer zum Retten, ne? Alter, wirst du gar nicht fertig. Wie in Skyrim am Anfang, wo alle 3 Sekunden irgendwer Neues mit einer Quest auf dem Weg vorbeispringt, so. Boah, wieder Kacklager. Was bauen die eigentlich ab? Kohle? Kohle, Kohle, Kohle. Wait, das ist die Festung, ne? Okay, Freunde, wir haben soeben eine optionale Quest verloren. In die Festung will ich echt nicht rein. In die fucking Festung will ich echt nicht rein, um Gottes Willen. Seraphim Shadow, hallöchen. Grüße, Grüße. Zerbrochen, jetzt verfügbar. Unglaublich, dass sie uns für ein paar kaputte Werkzeuge töten würden. Ja, zu Recht. So, ist doch nicht euer Eigentum, ne? Mal hier die Werkzeuge kaputt, Freunde, und wundern sich, dass sie dann abgestochen und gegessen werden. Das ist noch heute in vielen Familienbetrieben Deutschlands ist das noch gang und gäbe, ne? Da wird das hier irgendwie als was Besonderes dargestellt, krieg ich so einen Hals. Ich habe das so kennengelernt im Osten, ne? Entweder du arbeitest richtig oder du wirst irgendwie ins russische Arbeitslager verschleppt, beziehungsweise gleich gegessen. Kann man sich aussuchen. So, Relikte, ein neues, das ging schnell. Solider Wandersweg. Mal gucken. So, viele Geschichten, so sieht's nämlich aus. Ein Dietrich, was so, ja, hohe Handwerkskunst, ne? Dieses einfache Metallstängchen ist der beste Freund jedes Einbrechers. Der Dietrich ist klein und lässt sich leicht verstecken. Er kann mühelos in der Handfläche oder selbst unter der Zunge verborgen werden. In der Hand eines geschickten Diebes kann er dazu benutzt werden, schnell und leise die meisten Schlösser nicht magischen Ursprungs zu knacken. Okay, wo haben wir denn an dem Dietrich? Da ist er schon. Okay. Herr, die Lage ist äußerst verworren. Was ist daran verworren? Ich sehe Gefangene entkommen und zum Tor rennen, das entweder durch Hexerei oder Sabotage aufgerissen wurde. Bogenschützen, Feuer einstellen! Herr? Wir verschwenden nur wertvolle Pfeile für diese Menschen. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Wow. Sie sind verdammt und interessieren mich nicht mehr. Mordor kann sich das ganze Pack später holen. Schick meinen Dank an den Hauptmann des Tores. Ich schätze, er hat mir die Schlüssel als eine Art Scherz geschickt. Er hat mir die Schlüssel als eine Art Scherz geschickt. Dankeschön. Vielen Dank. Kann man ruhig mal ihr menschliches Kanonenfutter erkältern. Grüß dich. Warum nicht, oder? Ich hole mir wohl zweitens eine neue Grafikkarte und bei der Karte der Wahl sind 2 Spiele mit dabei. Resident Evil 2, Devil May Cry 5 und oder The Division 2. Willst du dann gegebenenfalls eins der Spiele haben? Gerne. Du, wenn du da was nicht brauchst. Ich bin da immer gerne dabei, natürlich. Da bin ich sehr gerne dabei. So. Wir können wieder was verbessern. Finde ich sehr gut, Gesundheit, oder? Natürlich. Wenn wir niesen, oder? Dann kriegen wir so eine Auto-Voice mit Gesundheit. Da kann man ruhig der mal Punkte Ort, einpumpen. Der Ort, an dem wir sein möchten, ist der Ort, an dem wir zu bleiben verdammt sind. Die Ausgestoßenen flüchteten aus Gondor dorthin. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird der dunkle Herrscher seine Armeen hier versammeln wie Steine auf einem Spielbrett. Geil, Schach gegen Sauron, toll. So, da haben wir noch so einen Teil von dem Rätsel und dann haben wir da unsere... Überfallmission. Okay, checken wir erstmal noch da oben. Oh, warum ist das alles in Urugelagern eigentlich? Guck ich das mal an, was sie hier bauen, Junge. Was ist denn mit denen? Zweites schwarzes Tor direkt hinter dem eigentlichen. Kranker Shit. Okay, ja, hallo. Uff. Okay, das war... Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Das, oh nee, warum so viele? Warum so viele? Ich hasse Ghule. Ich kenne sie erst seit kurzem. Ich hasse sie trotzdem. Unglaublich. Ach Mann. Kackviecher, wirklich. Verpisst euch jetzt. Wie viele sind das? Ich wollte doch nur was lesen. Ich wollte doch nur die Inschrift holen. Darf ich das jetzt? Die kommen einfach immer wieder hoch. Warum klettert ihr hoch, wenn ihr da eure Freunde runterfallen seht? Ne? Würde ich mal über mein eigenes Verhalten nachdenken, ihr Pisser. So, hier soll das irgendwo sein, ne? Weiter unten. Geiles Festhalten. Hier drin? Komme ich da rein? Ach, gucke. Gucke. Sneaky Elbenboys hier. Nice one. Nächstes. Hat er das nicht vorhin vorgelesen noch? Habe ich geträumt, ne? Habe ich geträumt. Das ist so eine Ringinschrift hier auch. Guck mal sehen, was das für ein Bildchen wird am Ende. Werden wir vermutlich nicht sehen, weil wir in die Festung müssen für die anderen. Ich will nicht in die Festung. Mann, ich will jetzt den Überfall machen. So, Mama, ich will den Überfall spielen. Nein, du holst erst die anderen Relikte. Weißt du, wir hören erst perverse Geschichten. So, darunter einmal bitte. Überfall. Überfall müsste ja dann wieder so sein, dass ich eigentlich 2 belappen.
Ne, das ist ja jetzt wieder was anderes. Wir hatten ja das Festmahl, wir hatten den Rekrutierungsversuch, wir hatten die Machtprobe und Überfall ist ja noch was anderes dann. Mal sehen, ob wir da vielleicht gleich zwei mit einer Klappe schlagen können. Das wär's natürlich, ne? Das wär's natürlich. Ich sehe dich irgendwie wie ein kleines Mädchen kreischen bei Resident Evil 2. Haben mir tatsächlich auch ein paar Streams von angesehen. Fand ich gar nicht so schlimm wie 7 war das, ne, was wir gespielt haben. Aber ja, super. Urungs versuchen regelmäßig einander zu ermorden. Sollte das Opfer überleben, erlangt es Macht. Misch dich in den Überfall ein, um Saurons Armee zu schwächen. Machen wir. Schauen wir mal, was die Kollegen vorbereitet haben für uns. Oh, gucke, sneaky Uruks hier, Junge. Ein guter Ort für eine Mahlzeit. Bringt mir das Sklavenfleisch! Der Freundliche. Okay. Er wird überfallen, aber auch von Random Orks oder nicht gerade. Haben wir hier irgendwas zum Benutzen? Gar nichts, ne? Kein Feuer. Hier oben haben wir eine Menge Munition. Vielleicht können wir damit arbeiten. Wir schießen ihn mal gut gelaunt in die Fresse. Immun gegen Fernkampf. Super, danke für nichts, ne? Danke für gar nichts. Können wir uns dann vielleicht ransneaken? Das dürfte auch schwierig werden. Oh! Oh, guck mal da. Kann ich mich von hier, von dieser Kiste, während die kämpfen, kann ich mich da auf ihn stürzen, zufällig? Oh, den wollte ich nicht, aber es geht. Es reicht als Range. Okay. Ja, wir machen die alle platt. Mein Junge? Ich wollte mein Schwert für jemand anderen aufheben. Aber wie kann ich Nein sagen, wenn ich es in dich schlagen kann? Ja, ehrlich, oder? Da muss man auch mal hier Prioritäten setzen, mein Freund. Guck mal hier. Oh, diesen Schildträger. Uff. Uff, ja, kloppt euch mal wieder da untereinander hier mit euren Fernkampf-Heinis, die wieder aus dem Nichts kommen. Warum hat er so eine Lebensanzeige? Ich glaube, wir machen doch erstmal den Kollegen hier platt. So, Überfall gelöst. Ne, guck mal, wie er wunderbar in Leichenstarre schon verfällt. Sehr gut, Kampfbericht. Sei mal her. Haben wir ja länger jetzt auch nicht angesehen, wie es hier aussieht. Oh, wir waren fleißig, guck mal. Ja, die Reihen lichten sich, liebe Leute. Die Reihen lichten sich, sehr schön. Werdet ihr fliehen? Der da nicht, ne? Weil das ist ja auch ein... Wollte ich sagen. Du dachtest, ich sei tot. Oh. Doch wir beide haben noch einen Kampf vor uns. Das ist unser Grauchschlechter von vorhin. Der hat sich so Spandam-mäßig jetzt eine Metallplatte in die Fresse implantiert und lebt wieder. Ach, gucke. Da will er hier einen auf Blutrache machen. Vorhin auch nicht mit uns, ne? Deine Leute sind schon alle Oha. Ich kenne deine Tricks. Ach, gucke. Ich kenne deine Tricks, heißt, ich kann nicht mehr... Execute? Doch, wollte ich sagen. Gucke hier, ich habe noch einen für dich sogar. Zack, gucke da. So, und jetzt würde ich bei dem mal gerne, jetzt haben wir hier ja die Chance eigentlich, ne? Aufzehrung. Oh. Das Blatt hat sich gewendet. Hat er ihn jetzt angeworfen? Wir werden wieder kämpfen. Warte mal, Bruder, chill mal einen Moment. So, dich hauen wir mal weg und dich wollte ich doch gerade greifen hier. Bleib da mal stehen jetzt. Bleib da. So, oh. Ja, so, Drogenfahndung, verhören. Bitte öffnen Sie den Kofferraum und leisten Sie keinen Widerstand. So läuft das nämlich hier im Osten. Einwandfrei. Mr. Danger Dan, hallöchen. Ich kann mir Resident Evil 2 nicht geben. Hab damals mit meiner großen Schwester das Original auf der PS1 gespielt. War damals 7 oder 8, also etwa 10 Jahre vor der Altersfreigabe. Und es hat meiner Psyche wohl nicht gut getan. Ja, solche Geschichten kenne ich in der Tat auch. So, von wem lohnt es sich, den Informationen zu holen? Wir haben keine Infos, dass er mehr Leibwächter hat. Insofern könnten wir jetzt hier hinten weiter aufräumen. Ja, du, warum nicht eigentlich, ne? Piguk! Der Piguk, man kennt ihn. Fleischpooler, oh Junge. Warum muss das immer alles so ekelhaft sein, oder? Das ist nicht schön. Ist sein Leben lang weggelaufen, wurde noch nie erwischt. Ja, auf Wiedersehen, mein Freund. Gute Reise, gute Besserung. Der Michael Ballack lässt seine Grüße übermitteln. Da kommen wieder Sklaven. Wir haben neue Runen. Das war für uns ein sehr erfolgreicher Überfall. Würde ich mal meinen. Wenn ein Kopf zum Platzen gebracht wird, regenerieren wir Leben. Dankeschön. Und bei Greifabstechen 49% Fokus wieder her. Wie kommt man denn auf einen Zahlenwert wie 49 Fokus? Ganz im Ernst. Warum macht man denn nicht 50 draus, Alter? Wirklich. So, hier ist unser Türmchen. Das holen wir uns noch. Und dann wollten wir auf jeden Fall noch eine Gollum-Mission uns angucken. Dass wir da mal wissen, wie es weitergeht, ne? Mit unserem hellen Herrn. Das ist doch so. Wenn du mal sterben solltest, füllen sich die feindlichen Reihen wieder. Ah! Okay. Ich wollte schon sagen, wann das hier mal zeitlich vergeht, ne? Aber das macht natürlich Sinn, dass wenn wir sterben, dass das dann natürlich entsprechende Auswirkungen hat. Heftig eigentlich auch, ne? Wenn du dann richtig mal eine Kette hast, wo du nur verkackst, dann hast du richtig die Arschkarte gezogen, ne? Meine Schwester, oh, warte, erzählt jetzt was, ja. Aus Silberglanz erstrecken sich die Türme in Saurons Land und vertreiben die Dunkelheit. Yay! Cool, hey, das ist auch die falsche Richtung wieder, ne? Ich wollte da oben ursprünglich hin. Da wollen wir auf jeden Fall noch hin, reisen wir mal.
Meine Schwester hat mir gerade von einem Fall erzählt, dass ein Zahnarzt über einem Bäcker eingemietet. Jetzt hat der Bäcker seine Abflüsse aber an diesem Absaugschläuche, an diese Absaugschläuche vom Zahnarzt angeschlossen. Das hatte zur Folge, dass statt zu saugen, diese Absaugschläuche feinstes Abwasser in die Münder der Patienten gepumpt haben. Ey, so blöd kann man manchmal gar nicht denken, Kaiko, ne? Junge, was ist denn mit denen? Dann lieber Orks schlachten, oder? Dann lieber Orks schlachten, ist so. Ah, Piguk Best Man nach Punkt, Punkt, Komma, oder? Wir werden ihn nie vergessen. 50 wäre OP, das stimmt. Das ist viel zu viel sogar, oder? Das ist deutlich zu viel, Freunde, da habt ihr absolut recht. Gut, wir werden ein Weilchen rennen müssen, es sei denn, wir haben hier einen Karagor. Haben wir hier einen Karagor, den ich reiten kann? Nein? Mann, ich möchte aber einen. Warte, da sind welche. Nee, warte mal, da sind welche. Nee, das sind keine. Das sind einfach keine. Es gibt keine Karagors mehr, Freunde. Alle tot. Alle umgebracht, die Verbrecher. Finde ich nicht nett. Dann sprinten wir da halt hin, oder? Man muss auch mal so ein bisschen hier was für die Muskeln tun. Wenn schon nicht IRL, dann wenigstens in-game. Oder wenigstens hier ein bisschen rumflitzen. Jetzt stell dir vor, du bist der Angestellte, der das Mietobjekt verwaltet. Und das ist so Bullshit, der passiert, oder? Unglaublich. Ich gucke auch gerade Shameless wieder. Wo auch so ein bisschen das mit Mietrecht gerade in so einer Slum-Ghetto-Gegend, ne, was sich da abspielt mit Junkies und Co. Und da wird natürlich auch wieder vieles Ami-mäßig auf die Spitze getrieben, aber wir sehen, brauchen wir gar nicht, ne? Wir brauchen gar nichts auf die Spitze treiben. Passiert hier genau vor unserer Nase so ein Scheiß. Oh, und stell dir auch vor, du hast dann so eine Zahnfleischentzündung und kriegst dann einfach noch Abwasser da reingeballert, ne? Da lernt man seine besten Freunde kennen, glaube ich, bei so einem Shit dann. Meine Fresse. Meine Güte, Rainer, oder? Anders lässt sich das nicht sagen. Was ist dieses RL, Bruder? Kenne ich auch nicht. Kenne ich auch nicht. Hier hast du hier alles. Hier hast du Wände und Regen und Schwerter und Freunde oder und Gollum. So. Das Vorschaubild gefällt mir jetzt nicht so, muss ich sagen. Gollum giert danach, den leuchtenden Herrn zu den Artefakten zu führen. Mit jeder Entdeckung wächst die Macht des Geistes und seine Verbindung zum dunklen Herrscher wird klarer. Das gefällt mir nicht, wo das hingeht, Freunde. Annehmen. Mal sehen. Ich weiß ja nicht. Ich möchte keinen Grauk bekämpfen schon. Können wir nicht lieber den Schmetterling folgen, oder? Mit unserem schönen Verband da am Schwert. Oder ein Feigling. Und wenn du ihn mit deinen Drohungen verschreckt hast. Tapsen. Dann lass uns deinen kostbaren Schatz finden. Schätzelein. Wir suchen einen Pfotenabdruck, Freunde. Einwandfrei. Ach, finde Gollum. Die kleine Ratte ist nicht hier. Der Adler erspäht seine Beute aus der Luft. Tun wir es ihm gleich. So, ich hoffe, der Karagor kommt jetzt nicht hier links rum. Die ganze Zeit suche ich einen Karagor, wisst ihr? So, dann habe ich eine Mission, wo ich Fußspuren verfolgen muss. Und was ist? Da sind Tausende hier, weißt du? Wieder so unfassbar classic. Der klettert aber auch, als hätte er... Na gut, der ist diese ja auch ein bisschen Türme bescheuert. Sind nicht das Werk des dunklen Herrschers, sondern seiner Herausforderer. Jetzt sind sie nur Ruinen, vergraben in der Finsternis. Können wir so einen holen? Oder geht das dann als Questabbruch? Weil den haben wir ja noch nicht, ne? Ich hoffe nicht, Alter. Den können wir ja aber mitnehmen. Ihr redet doch über die Türme, oder? Dann kann ich den jetzt auch mitnehmen. Gollum kann kurz den Moment noch warten. Hier sind ja keine gefährlichen Kreaturen in der Nähe, die was tun wollen würden oder so, oder? Easy Game, Junge. Peng muss es machen. Schön. So, er macht nur das, was meine du ihm befiehlst. Untergang. Ich muss ihn mit Licht abwenden. So, mit Licht abwenden, ne? Licht Lerikon fliegt in Mittelerde. Man kennt es. Karagor können klettern und die Fußspuren kannst du trotzdem lesen. Die können klettern. Danke. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das jetzt weiterhilft, ne? Oder ob mich das jetzt ein bisschen verstörter macht als ohnehin schon. Wieso können die denn klettern? Ich meine, klar, sind irgendwelche Bestien mit fetten Krallen, aber muss das sein? Nein. So sehe ich die nicht, ne? Ne, muss ich. In the Geisterwelt, nein. Ne? In the Geisterwelt, nein. So. Der kann aber auch, Junge Gollum, selber so ein kleines Karagor-Tierchen hier. Was ist los? Warum? Doppel warum? Ein Krauk. Ich brauche mindestens 20 Männer, um das Biest zu erledigen. So. Dann finden wir ihm einen anderen Weg. 20 Männer? Wie einen anderen Weg. Wenn wir uns dem Eingang der Höhle nähern, werden wir nur den Zorn des Grauks erregen. Ah. Ein präzise gezielter Pfeil sollte uns weiterbringen. Okay, wir arbeiten mit dem Fleisch, was ich vorhin erzählt habe. Beeindruckend, Talion. Damit sollte der Grauk eine Zeit beschäftigt sein. Ja, nämlich 15 Sekunden, Alter. Wollt ihr mich verarschen, beide? Wow. Hat er richtig
Ja, gönn dir da dein Stück Fleisch, ne? Was da halt so rumhängt, man kennt es, oder? Kannst du den reiten? Ja, muss ich nur skillen, ne? Habe ich noch nicht gemacht. Wäre auch lässig gewesen, ne? Statt ein ablenken. Hauch des Todes hängt in der Luft. Komisch. Vor allem, Menos, habt ihr auch unseren Rückweg bedacht? Oder hier mal kurz eine Pinkelfütze? Warum nicht? Weil wir müssen auch wieder aus der Höhle raus, ne? Warum überrascht mich das nicht? Ja, Ghule, juhu, mag ich voll. Die verpissen sich aber auch. Zack. Die kommen doch nachher nochmal raus. Der Rückweg ist doch hier das Problem in der Höhle. Erzählt mir doch nichts. Ich kenne Höhlen. Ich habe Nachtelf gemaint in BC. Genau, als hätte der Graub den Kampf gegen die Karagor gewonnen. Und ein frischer Tod ist nah. Toll. Was ist das für eine verdammte Riesenhöhle, Alter? Warum hat er Fackeln in seiner Höhle? Warum hat er Fackeln in seiner Höhle? Irgendwas stimmt hier doch aber überhaupt nicht. Ungeziefer aus den Tiefen der Erde. Nee, gefällt dir das gar nicht hier, Freunde. Ist auch ein bisschen zu groß für einen alleine, oder? Mal sehen. Ich suche die Gegend nach dem Artefakt. Okay. Immerhin. Immer... Wow. You want to make a deal with me. Besser hätte ich nicht sagen können, ne? Danke, Gollum, für deinen eindeutigen Weg, den du hier gelaufen bist. Um Gottes Willen. Gnolde, mein Guter. Vielen Dank für viele schöne Tweets und dein Sub und dein Support natürlich. Vielen Dank, vielen Dank. Damit er was sieht, Alter, Crafts doch logisch. Ja, stimmt ja, ne? Sorry. Wieder dumm angestellt, ne? Abitur wieder gekauft, Bruder. Was los? So, was ist das? Ach, Pilze. Ich dachte, das ist unser Relikt, Digga. Da sind es nur Pilze. Blaue Milch? Blaue Milch, ein Pilz, okay. Es ist schwer, wenn nicht sogar unmöglich, die blaue Milch zu verwechseln. Meine ich auch, ne? Meine ich auch. Weiß nicht, wollen wir Pilzinfos lesen? Wir werden es jetzt einmal machen, aber ich glaube, wir werden nicht zu jedem Kraut alles lesen. Dieser seltene, aber äußerst schmackhafte Pilz weist eine bläuliche Kappe und einen bläulichen Stiel auf. Wenn man den Pilz abschneidet, sondert er eine bläuliche, milchige Substanz ab, die gegen eine Vielzahl von medizinischen Befindlichkeiten verwendet werden kann. Eine einzige blaue Milch kann den Hunger eines Erwachsenen für einen halben Tag stillen. Meine auf jeden Fall nicht. Und die Sinne schärfen, sodass man jedes noch so kleine Detail in seiner Umgebung registrieren kann. Die Pilzkappe und ihr Stiel können voneinander getrennt und getrocknet werden, zerstoßen, lassen sich aus ihnen leckere Suppen zubereiten und Heiler verwenden sie in Salben oder Tinkturen, um Wunden zu behandeln. Okay, ich dachte, das geht in eine andere Richtung mit dem Zerstoßen, aber schön, ne? Der Wunderpilz, man kennt ihn. Was ist das? Räudig, töte drei Spinnen, Jagdherausforderung. Geil, die war ziemlich groß. Ungol, will ich das sehen? Hierbei handelt es sich um riesige Spinnen, die boshaften, intelligenten Kinder der Spinnenkönigin Kankra. Obwohl sie hauptsächlich im Tal Nan Ungol, Tal der Spinnen, wer hätte es gedacht, leben, haben sie sich seitdem in ganz Mordor verbreitet und besiedeln seine Höhlen und andere finstere Winkel, von wo aus sie ihrer Königin Bericht erstatten. Ihre Nester und Schlupfwinkel sind von verdorrtem Fleisch und den Knochen ihrer Beute übersät. Die Ungol scheuen sich nicht, aufdringliche Uroks zu ihren Opfern zu machen. Die letzten Geschehnisse in Mordor haben sie aggressiver werden lassen. Super. Und die Neugier der Spinnenkönigin geweckt, obwohl wo die es hinführen mag, liegt nur im Dunkeln. Ja, die Spinnenkönigin, ne? Toll. Für die Hobbits, Elbmacht, so ist es. Grüß dich. Ist so, eine Illusion, ne? Schön. Keine blaue Waffel, das stimmt, ne? Blaue Waffeln, Digga, das geht natürlich gar nicht. Von Milch satt werden ist klar, oder Fiktion, klar. Spätestens da wissen wir sind in einer Fantasy-Welt, wenn der Pilz einen satt machen kann. So. Relikt. Stimmt, blaues Gift, ne? Sauron und unser Geisterboy. Grüß dich, meiner. Okay. Sie basteln den Weihnachtsschmuck. Oh. I remember. Nicer Ring, Bruder. Von Bonus Roll. Nur ihr könntet solch Celebrimbor, der Ringschmied. Celebrimbor. Der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Ich habe die Sagen gehört, doch. Nun erinnere ich mich an meinen Namen. Nice. Ich formte Mittelerde. Ich fertigte die Ringe der Macht. Boom, Prominenz. Können wir auch nicht wieder über Ringe reden? Nee. Entfliehe.
Flieh, du Narr, sagt er, wie geil. Flieh, du Narr. Ey, nee, haben sie nicht gebracht, oder? Haben sie nicht gebracht. Kein Crit drauf, ne, Schrottomar. Kann gerade dieses eklige Ding schon beim Lesen des Buches, war die eklig. Kinofilm noch ekliger. Und jetzt die Kinder, ne? Ganz, ganz traurig, Mann. Ganz, ganz traurig. Flieh, du Narr. Schattenangriff. Halte Rechtsklick, tippe Y. Versetzt sich augenblicklich an den Aufenthaltsort seines Ziels. Ja, will ich das? Verbraucht 2 Elbengeschosse. Tödlichen Situationen entkommen, Festungen durchqueren, fliegende Feinde verfolgen. Okay. Neuer Feind, Ghoul Speyer, Herr. Danke. Manche Ghule schleudern ihren Gegnern die bei ätzenden Speichel aus der Entfernung entgegen. Du gelehrt hast, um ihren Angriffen auszuweichen. Habe ich Bock drauf. So, das heißt, ich kann jetzt da vielleicht mal so... Jo, das sah doch ganz gut aus. Das sah doch eigentlich hier die Pfeile mitnehmen und jetzt ab dafür. So, oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Komm ich hier durch? Muss ich hier durch? Ich hoffe, ne? Nein! Oh nee, wir müssen da hoch. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 lass mich durch. Lass mich durch. Oh Gott. Lass mich durch. Ich bin Heiler. Ich bin Tank. Ist mir egal. Wie die Ghule alle fliehen. Wie viele waren denn hier in diesem Nest drin, Junge? Um Gottes Willen. Okay, ab nach draußen. Komm, weiter. Der Grau kommt da jetzt von rechts hier rausgeschossen, Alter. Der kennt doch seine Höhle besser als wir. Um Gottes Willen, wie viele Ghule. Wie viele Ghule. Ah, nee. Hoch. Come on, come on, come on, come on, come on. Um Gottes Willen. Naja, 2 Minuten 20, Digga. So lange brauchen wir auf jeden Fall nicht durch. Schattenangriff habe ich minutiös jetzt 2-mal hintereinander verkackt. Ich hoffe, das bricht uns nicht gleich das Genick. Zack, Hallöchen. Ja, wobei, wenn wir jedes Mal auch den Ghoul zusammenschlagen, ist vielleicht gar keine Schande, wenn wir den nicht so oft benutzen. Üff. Ja, Schattenangriff am Arsch. Junge. Ja, jetzt nochmal umdrehen und looten. Nimmer wiedersehen. Ich habe all das zu verantworten. Deshalb sucht Sauron nach mir. Nein. Nein. Leuchten der Herr ist gut. Er beschützt uns. Halt dein vorlautes Maul! Super Nanny. Weiß nichts über den leuchtenden Herr. Ich weiß um die Legende. Wie Sauron dich täuschte, damit du die Ringe schmiedest. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Und der Schatz. Hat der Herr ihn auch erschaffen? Wo ist er? Ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Was spielt das für eine Rolle? Der Herr muss sich erinnern. Ja, das muss er. Wir finden mehr Schätze. Ja, ja, ja. Und dann führt er uns zu ihm. Yay, entkomme in unter einer Minute. Toll, haben wir geschafft. Üff, ja, der arme Ghoul, ne, er steht da so, denkt sich, ach Mensch, ja, hier ist schön, hier oben, bam, Junge, Schattenangriff und weg dafür. Ach Mann, die Pfeile, ne, wieder vorbeigelaufen. Ich muss halt jedes Mal, wenn ich laufe, muss ich die mit Steuerung aufnehmen, so, ne, und dann stocke ich, glaube ich, auch so eine Sekunde. Hatte ich Panik gerade. Ja, Chirurg, ich muss nach Brandenburg, man kennt es, ne. In Brandenburg. Meine Erinnerungen kehren zu mir zurück. Die Ringe der Macht. 9 den Menschen. Ihre Macht war ihr Untergang. Sie wurden zu den Ringgeistern. Ja, die Nazgul. Aber die Nazgul wurden zerstört. Ha. So wie viele, die mit den Ringen der Macht in Berührung kamen. Ja, aber das ist nicht so. Spoiler. Wir können doch jetzt aber kein Waldläufer sein und den Geist des Ringschmiedes an unserer Seite haben. Und beide gehen problemlos davon aus, dass die Nazgul tot sind. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, liebe Leute. Nee, 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 wollte ich gar nicht. Ich wollte hier drüben, da ist der Grauk wieder. Hier drüben war doch gerade ein Karagor. Ich will immer noch einen Karagor reiten, Freunde. Ich will immer noch gern einen Karagor reiten, um Gottes Willen. So. Das Problem ist, sie töten meinen Karagor gerade. Das finde ich nicht gut. So. Vorhin meinte jemand, es spielt wohl... Scheiße. Vorhin meinte jemand, es spielt wohl 50 Jahre vor der Frodo-Geschichte. Ich habe aber absolut keine Ahnung. So. Jetzt aber. Ja. Ah ja, Karagor beherrschen. Bewege das Symbol mit der Maus in den Kreis hinein, drücke dann die angezeigte Taste zum Beherrschen. Okay. Rechts. Das kann ich. Yay! Ibims, ein Reiter. Karagor-Angriffe auf dem Rücken eines Karagors. Drücke zum Angreifen links, drücke zum Beißen rechts. Tötet niedergeschlagen. Ah ja, so kombomäßig. Halte rechts gedrückt, um in den Fernkampfmodus zu wechseln. Shift und links, um einen Angriff von oben auszuführen. Dabei steigst du ab. Okay, das will ich natürlich nicht. Bäm, Junge. So, hier. Bam, badam, zack. Und hier, Fresschen. Das sieht aber lecker aus. Junge,
Was mache ich denn da eigentlich für die Hopse auf dem Vieh? Komplett, Alter, die Steuerung ist holzig sein Vater, wirklich. Was so, ja, das Feuer musst du nicht beißen. Oh oh. Okay. Cool. Ich hab einen Mount. Ja. Geil. Hier, friss diesen Stein. Sehr gut. Mach alles, was ich sage. Finde ich gut. Guck mal, wie es hoppelt hier. Schön. Klettern können die auch. Oh, gucke. Gucke, können die auch so eine Wand hoch? Oder den Turm? Das wäre heftig auf jeden Fall. Ja, easy game. Guck mal hier. Schön. Wie nennen wir den? Ich bin für Flopsy. Flopsy, mein Karagor. Flopsy, wir werden jetzt die ein oder andere Mission gemeinsam bestreiten. Schön, wir haben Karagor Flopsy gefangen, Freunde. I'm so proud. Ich bin so happy mit meinem Flopsy, Alter. 60. Bilbo hat Gollum schon den Ring abgenommen, hat er aber auch schon gesagt. Stimmt, dann müssen wir nochmal draufrechnen, ne? Vorhin meint er die miesen Beutlins wieder. Ich raste völlig aus. Was haben wir da denn? Die Ausgestoßenen. Ah, okay, das waren hier unsere geretteten Flüchtlingsfreunde quasi, ne? Unsere Flüchtlingsfreunde, der Ossi wieder, oder? Voll unrealistisch, was der erzählt. Ich würde mir gerne eigentlich unten noch den letzten Turm holen. Den Häuptling würde ich noch nicht gern machen. Eine Mission hätte ich eigentlich noch gern. Hinrichtung. Dann würden wir vielleicht uns noch die Hinrichtung geben und unten den Turm holen. Und vielleicht können wir Flopsy dabei auch irgendwie ganz gut mit einbinden. Das wäre ja ganz schön, ne? Weil ich muss sagen, ich bin Freund von Flopsy. Ich muss sagen, ich bin Freund von Flopsy. Wirklich, Streamer-Loot. Star Rider, Hallöchen. Schon wieder einen Mount gezogen. Machen wir Hinrichtung, gucken uns den Turm unten noch an. Flopsy, wir müssen da... Alter, die Steuerung... Also ich stelle mich natürlich auch wirklich gern mal dumm an, aber das ist wirklich gerade... Das ist... Oh, ja, okay, zum Glück kann man klettern hier. Mann, Flopsy, wir sind noch nicht so warm miteinander, aber wir mögen uns trotzdem. Alter, der hat Flopsy beschossen, der hallo... Ja, Freunde, willkommen zum 3-Stunden-Stream. Wir versuchen zur Mission zu kommen. Geschafft. Hallo, wir sind's. Ja, das war jetzt aber nicht so die netteste Begrüßung, ne? Kann ich das jetzt starten? Einfach so? Alter, Flopsy hat einen Pfeil im Auge. Ey, das ist Tierquälerei, Mann. Das ist Flopsy-Quälerei. Alter, was ist denn sein Problem? Flopsy-Mörder, Alter. Flopsy. Flopsy! Wo ist er? Hä? Die Sau hat Flopsy in eine andere Welt geschossen. Das ist die Antenne fürs Radio. Es ist Mecha-Flopsy kurz gewesen. Ey, Leute, Flopsy ist weg. Jetzt bin ich sad. Jetzt bin ich traurig. Nö, jetzt will ich auch nicht mehr, weißt du? Da schießt sie mir einfach Flopsy weg. Das finde ich nicht gut von dem. RIP Flopsy auf jeden Fall. Man muss sagen, sowohl Punkt, Punkt, Komma als auch Flopsy. Ja, press F for respect, ja, für Flopsy. Das waren mit die Besten, die wir kennengelernt haben bisher, oder? Wir werden sie nie vergessen. Wir werden sie nie vergessen, Alter. Flopsy, wir hatten so schöne Momente. Ja, er stand da rum, er hatte plötzlich Pfeile in den Augen und er hat ihn gefressen. Und das war alles echt toll. Das war wirklich alles schön. Der rennt doch auf der Karte rum. Der rennt auf der Karte rum? Wir haben gefühlt seit wo? Keinen guten Kampf mehr. Da hinten? Wirklich? Versteckt er sich im Busch? Ist das wirklich Flopsy? Bist du's, Flopsy? Er ist es. Freunde, Flopsy lebt doch noch. Alles ist gut. Flopsy, the real one. The real Flopsy ist immer noch mit am Stizzle bei uns. Er hatte nur Hunger und wollte sich in den Busch verstecken oder kacken oder so. Das ist schön. Flopsy ist alive, Freunde. Kein Grund zur Trauer. Aber man konnte ihm trotzdem Props geben. Also der Respekt war trotzdem berechtigt. Ist ein schöner Tag, denn Flopsy lebt. Und das ist wirklich super. Flopsy, ich freue mich. Hinrichtung. Let's go. Mit Flopsy im Nacken. Es kann nur laufen. Oder schön. Die Fields, Freunde. Emotionale Achterbahn hier heute. Ziehe mein F zurück. Toll. Dream, weißt du, demnächst großer Flopsy-Anime-Marathon. Ich weiß es. Weil es hat einfach Herz, die Story. So. Flopsy Gaming. Du hast deine eigene Sippe verraten. Dafür stirbst du. So, er hat seine Sippe verraten, die Sau. So geht's ja nun gar nicht. Haben wir irgendwelche Objectives? Nein. Wir haben eine Menge. Eine wirklich große Menge an Orks. Bin mir nicht ganz sicher. Zum einen, ob Flopsy mit in dieser Mission gelandet ist. Zum anderen, weil mir der Name Flopsy auf den Sack geht. Und wieder zum anderen, ob wir den jetzt nicht einfach so ein bisschen von hier oben mal so überraschen sollten. Hallo, Ibims. Überraschung geglückt, ne? Für Flopsy, Motherfucker. Chillig. Der gute Pigup, da ist er weg. Schön, konnte seine Gefangenen nicht hinrichten, ja. Da wird plötzlich der Jäger zur Beute. Auf Wiedersehen. Ja,
Schlaganfall, ne? So schnell kannst du gehen ja bei den Orks. Wir waren schon fleißig. Ja, vor allem hier in den hinteren Reihen, ne? Die hier vorne denken sich, oh, wir sind die Unsterblichen. Am Arsch, Junge. So, flieht ihr wieder alle anstandsgemäß? Oder wollt ihr aufs Maul? Er fällt erstmal hin. Hier, rutschiger Boden, ne? Vorsicht, frisch gewischt, Freunde. Ruckzuck geht das hier bei den Orks, siehste. Toll. Da kommt die nächste Part. Okay, ja, das war jetzt, ich sag mal, nicht so schwer, ne? Das war jetzt nicht so schwer. Ich glaube, Flopsy ist geflohen. Aber das ist nicht so schlimm, weil Flopsy hat alles für uns gegeben und Flopsy genießt jetzt nur den süßen Duft der Freiheit da hinten bei seinen Freunden, so in Flopsyhausen. Das ist voll in Ordnung. Wir werden uns den anderen Turm auf jeden Fall noch holen. Und dann werden wir für heute Mittelerdenschicht machen. Man kennt die nicht so genau, ist eine relativ unbekannte Schichtform. Aber die gibt es trotzdem. Können wir nächstes Mal mit den Sklaven und vielleicht auch mit dem Häuptling schon durchstarten. Ich bin mir aber echt unsicher. Weil Häuptling, ich meine, das sind die Obersten. Die könnten schon echt böse sein. Und nicht jedes Mal werden wir so einen Lucky Punch wie eben haben. Ja, das ist einfach so. Gorlak, Hallöchen. Grüße, Grüße, Grüße. Bei Missionen sind die leider nicht dabei. Toll. Flopsy, oder? Aber ich meine, Flopsy hat alles gegeben. Was wir nicht alles von Flopsy eben lernen konnten in den paar Momenten. Ich glaube, da kann man jetzt echt nicht mehr meckern. Wessen Dortangs Festung? Also, ich will ja nicht sagen, das ist jetzt nicht so die schöne Festung, aber... Also, nee. Das ist, nee. Ostdeutschland vor der Wiedervereinigung, ne? Das könnte man auch so sagen. Für Flopsy, oder? Ganz klar. Ganz, ganz klar. So, wo ist denn mein Türmchen? Ich sehe hier nur schon wieder lauter Symbole aufblitzen, die mir nicht... Oh! Lass mal hier den Flopsy-Vertreter in Ruhe. Mal kurz, netterweise mal kurz angeschlagen, den Kollegen. So, da werfen die schon wieder Äxte nach uns, ne? Das ist alles nicht die feine Art. Hier sind wir. Sehr gut, haben wir unser Türmchen uns noch gesichert. Das ist sehr, sehr schön. Der arme Herr Fleischbruder, oder? Er war mein Lieblingsmathelehrer. Ja, der hatte immer so praktische Beispiele, ne? Der hatte immer so praktische Beispiele. Da unten haben wir auch ein praktisches Beispiel. Krimp. Ah, das ist der Räudige, ne? Oh, der ist aber auch ekelhaft, Junge. Haben wir den nicht getötet? Habe ich das geträumt? Heilt sich kontinuierlich und schnell, da habe ich ja Bock drauf. Hatten wir den nicht schon mal kaputt? Nee, das war ein anderer vorhin, ne? Das war hier der Ghouljäger, den wir vorhin zweimal hatten, der dann nochmal wiederkam. Okay, das ist einer. Haben wir noch einen? Ich hänge an meinem Amboss fest, ne? Obacht immer, Freunde. Obacht, Augen auf beim Amboss-Kauf. Da haben wir noch einen. Ist das sein scheiß Gehirn, was da oben offen ist? Also, Punkt 1. Zahnhygiene, nicht so seins. Ja, eher so Level Schwiegertochter-Gesuch-Kandidat. Nase. Voldemort-Cosplay. Und oben die Friese... Das ist irgendwas zwischen Frankensteins Monster und Drachenlord, Alter. Mit dem offenen Gehirn da. Ja, ihr Gehirn ist hier offen. Ja, ist kein Problem. Ein bisschen Panzertape dabei. Ne? Hier noch ein paar Spikes. Sieht cool aus, ne? Schön. Was ist das denn? Der Hirnlose. Man sieht sein Hirn, ne? Man sieht doch sein Hirn. Das funktioniert alles nicht. Voldemort-Cosplay. Lovenzo, hi. Ich grüße dich. Ach, Mann. Das ist alles ganz seltsam. Vom Erste-Hilfe-Kurs endlich daheim, oder? Kami hier. Guck mal, wir haben gleich ein Extrembeispiel dabei. Ach Mann, okay. Gut, haben wir noch wen? Das ist ja hier eine Festung, ne? Hier ist vielleicht wirklich noch jemand, den wir mal so ein bisschen inspizieren können. Oder halt auch nicht, ne? Ich meine, zwei reichen auch. Du, mir reichen zwei. Ich brauche da nicht die Tausender voll machen. Erneuern wir hier den Spaß noch. Einwandfrei haben wir unser Türmchen. Schön. Wenn die Horde sehen würde, was du mit den Orten machst. Das ist Hildin. Sehe die Steine aus halb vergessener oder halb erinnerter Vergangenheit. Großes Üff, liebe Leute, großes Üff. Wir haben eigentlich, es ist ja noch nicht um 6. Nein, wir schaffen noch eine. Komm, wir machen noch eine. Zum Abschluss holen wir uns hier noch den Abhäuter. Den machen wir noch als Ende. Passt euch, ich kann ja doch nicht zum Ende einfach nur auf den Amboss hauen, oder? Müssen wir noch ein paar Orks verdreschen. Das stimmt, die Horde, die wär sad, aber... Alter, sie haben da oben die Flopsy-Bruderschaft getötet. Kann ich eigentlich auch nicht mitleben. Aber ja, das sind ja Uruks, ne? Sind keine Orks, ist alles gut. Ist alles lore-technisch hier mit WoW perfekt abgestimmt und geregelt. Müsst ihr euch keine Gedanken machen, Freunde. Habe ich natürlich genauso beantragt, dass alles umgeschrieben wird. Spinne, so mache ich die auch zu Hause bei mir platt, ne? Also schöne Hauswinkelspinne in der Ecke, Junge aus dem Keller. Einmal Pfeil und Bogen und weg damit. Ah, schönster Splorcht, ne? Schönster Splorcht. So. Ich brauch's da definitiv eine Diamantflex. Wenn man das wieder gerade biegen will. Ist so, ne? Einmal die Hilti, bitte. So. Wen haben wir denn? Oh, die Schultern sind cool. Die Schultern sind cool. Das ist aber auch irgendein Orkface oder so, ne? Ich warte schon 30 Minuten. Dafür, dass Shytry in einer Russenaufnahme beginnt, können wir tauschen. Können wir machen, ne? Das ist ja auch so ähnlich auf jeden Fall, ne? Wenn wir uns das jetzt kombinieren, so, dann haben wir eine Punisher-Folge, ne? Nämlich Russen verkloppen. Einwandfrei. Einwandfrei. Wie Flugpunkt? Hast du Fliegen noch nicht freigeschaltet? So ist es dann, ne? So ist es. Bleib mit meinem Amboss auch immer irgendwo hängen, Kami. Wir kennen das ganz genau, ne?
ekelhaft, wenn es beim Kacken wieder ins Wasser hängt und so. Der Amboss. Oh, das ist die Jagd. Flopsies. Die Jagd ist eine miese Angelegenheit. Beenden wir es. Wieso ist das eine miese Angelegenheit? Er hat da keinen Bock drauf. Okay, führt die Jagd an. Ja, wir schießen mal das Fleisch runter. Wir machen die Karagor ein bisschen wütend. Aber der kommt ganz gut mit denen zurecht, würde ich sagen. Ne? Dann sollten wir eingreifen. Dann muss ich sagen, müssen wir allein für die Ehre von Flopsy, müssen wir hier mal gut gelaunterweise so mit reinhauen auf den Kollegen. So, na, auf den Kollegen. Nicht auf Flopsy, Mann. So, genau. Ja, mitten ins Getümmel. Überzahltag. Und bereit zur Jagd. Ja. So, war das nicht der Devil? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. War es der Devil? Waren es beide im Zweifelsfall? Ich weiß es nicht genau. Uff, der kriegt wenig Schaden von den Flopsies. Das ist nicht gut. Dann machen wir den Schaden. So. Zack, okay. Wir müssen aufpassen, weil es ist hier echt, Junge. Fühlt sich an wie auf der Gamescom hier in dem Getümmel. So, nochmal schön abgestochen. Ja, hallo. Das ist zu viel Ärger. Du bezahlst später dafür. Das ist diese Kamera an sich. Alter. Junge, was war da denn los? Er kommt da ins Bild gesprungen. Junge, die Jumpscares hier. Holy fuck. Oh mein Gott, ich will hier bitte zur Seite. Wir können ihn jetzt auch nicht greifen, ne? Sonst hauen uns die Flopsies kaputt, Freunde. Da müssen wir jetzt hier mal richtig schön... Ja, genau so. Ja, sehr gut. Flopsy 2 ist mit uns. So. Oh oh. Ich habe ein ungutes Gefühl gerade irgendwie, Freunde. Ich weiß nicht genau, warum. Ich weiß nicht, warum, aber ich will die Rune gar nicht. Ich will die Rune gar nicht. Scheiße, wo ist unser Turm? Wir türmen im wahrsten Sinne des Wortes. Um Gottes Willen, das war keine schöne Quest. Das war keine schöne Quest, Alter. Du machst hier schon wieder Sklaven kaputt, oder was ist deine Mission hier, mein Freund? Zack, und auf Wiedersehen. Dich kann ich noch vertragen hier, pass auf. So, sehr schön. Okay, und ab dafür. Ab dafür, mein Guter. Reicht mit Schlägereien. Schön. Naja, jeden Tag eine gute Tat, oder? Boah, Sklaven gerettet, die Flopsy-Familie. So ein bisschen für Armbrot gesorgt, ne? Es muss ja irgendwas auf dem Tisch stehen. Ja, auch bei Karagor, das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Bräuchte auch einen Bogen für zu Hause. Ne? Kann man ja mal hängen haben, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Punisher verkloppt Russen, ne? Ich muss es normal lesen, weil ich bin mir nicht mehr sicher, wirklich. Ich habe ja auch beides relativ parallel geguckt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach wirklich nicht. So, ich habe leider keine Ahnung. Haben wir noch die wissende Fraktion, das Spiel betreffend, im Stream gerade aktiv? Wie speichern wir denn? Im Zweifelsfall einfach mal eine Runde Schnellreisen oder so? So ein Quick-Save-System? Schnellreisen? Ja, oder da ist das Ringsymbol. Ja, einwandfrei. Einwandfrei. Das neue WoW-HD-Upgrade ist klasse, aber wieso spielst du Ali? Es gibt nur Ali. Es gibt nur noch eine Fraktion. Ja, und das andere hat sich alles aufgelöst. Die hatten einfach keinen Bock mehr. Ja, die hatten einfach keinen Bock mehr. Richtig traurige Geschichte. Die Flopsies klingt nach einer TV-Serie und ich würde sie schauen. Ja, ich würde sie schauen. Gib mal Netflix. Schon voll, Kami. Leider schon voll. Ich kann ihr Kinderprogramm anbieten. Das ist für alle Nutzer. Ja, liebe Leute, das war's soweit von unserem ersten Abenteuer in Mittelerde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank natürlich auch für euren Support, der reinkam, und eure Tipps und eure sonstigen sehr, sehr guten Kommentare zu unserem Spielgeschehen. Wir müssen demnächst in den nächsten Sessions nur noch die Lord of the Weed-Faktoren ein bisschen hochschrauben, ne? Die müssen wir selber einbauen, weil Gandalf und so ja leider nicht vorkommen. Aber ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Insofern werden wir in den nächsten Tagen sicherlich, so wie im Darksiders-Rhythmus, ne? So irgendwie vielleicht vor den Raids immer, werden wir eben schauen, dass wir Herr der Ringe ein bisschen weiter pushen, immer so 2-3 Stunden. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat der Einblick auch gefallen, sodass wir in Illustra-Runde das Ganze weiter durchziehen können. Und ja, das war's dann soweit mit Herr der Ringe aus Mittelerde. Ne? Dann die nächsten Tage natürlich WoW weiter. Ja, und dann werden wir sehen, wie wir es machen. Wie gesagt, wer WoW-Woche gehört hat, weiß, wir überlegen auch, also ich und Bolias, ob wir das neue Far Cry irgendwie wieder zusammen anspielen, ob wir da was machen, also durchspielen, wie immer, wie das letzte auch. Ja. Deswegen, ja, viele, viele Sachen in Bewegung auch neben WoW momentan, aber bleibt natürlich in jeder Hinsicht unser Kern. Na, ganz klare Sache. Liebe Leute, das war's soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen und hören wir uns morgen zu WoW wieder, würde ich sagen. Geiles Game, freue mich schon aufs nächste Mal. Ich auch, ich hoffe, es bleibt auch so. Ja, ich hoffe, wir haben weiterhin diesen Spagat zwischen Ork-Häuptlinge wegschnetzeln und eben so ein bisschen Story, weil ich glaube, es hat schon das Potenzial, auch sehr schnell ein bisschen fad zu werden, ne? Wenn man jetzt wirklich nur so immer von Festmahl zu Festmahl hüpft. Mal sehen, bin sehr gespannt, gucken wir uns im nächsten Mal oder beim nächsten Mal wieder an. Bis dahin, Freunde, ich danke euch, macht es gut. Tschüss. Wo ist er? Um Gottes Willen, ich finde ihn nicht. Da ist er doch. So, gucke da. Schön. Macht es gut, Freunde. Hat Spaß gemacht. Tschüss.